Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben LS19-Freunde. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen hier auf meinem YouTube-Kanal für meine Map SE Tuning 2070. Und zwar will ich heute weitermachen mit meinem Tor hier. Es zieht jetzt schon ein bisschen lang. Ich habe heute vergessen zu speichern. Jetzt muss ich hier nochmal schnell die Textur drauflegen. Das ist aber dann auf 10 Minuten erledigt. Dann ziehen wir uns das Ganze mal in den Gernseditor rein und schieben uns das Ganze da zurecht. Vielleicht schaffe ich es heute noch, dass ich die Animation erstelle. Mal gucken, ob ich es heute noch hinbringe. Ich weiß es noch nicht ganz genau, denn es kann wieder sein, dass mein Telefon scheppert. Aber es ist ja auch kein Tod, sondern es ist ja auch mehr für meine Map, wo ich euch so teilhaben lasse und so zeige, wie aufwendig das es doch ist, so ein Tor zu machen. Würde mich wieder freuen, wenn sie mich wieder bei Discord besucht. Muss ich allerdings erst noch anmachen. Den Link dafür findet ihr dann in der Videobeschreibung dafür. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken und ja, vielleicht hören wir oder sieht man sich. So, jetzt muss ich aber als erstes das minimieren. Ich habe das echt vergessen zum Aufmachen, oder? So ein Mist, da haben wir es. Habe ich es doch echt vergessen jetzt. So. Oh, meine Lauscherchen. Das packen wir uns da mal schnell die Textur drauf. Wird irgendwie versemmelt. Gucken wir mal links. Da mal rechts. Machen wir erst das rechte. So. Ich habe mal gedacht, dass das nicht mehr geht. Und das brauchen wir. Einfügen neue Ebene. Kramen wir uns das da zurecht, wie wir es brauchen. Jetzt sind wir schon gut dran. So. So. Müssen wir das multiplizieren. Okay. Dann nach unten verein und dann können wir die Sache da exportieren. Speichern unter Desktop. Autobahn, Textur, DDS. Hallo? Hallo? Volk, servus! Ja, jetzt schon wieder gemacht. Ich höre nichts. Du hörst nichts? Hab ich dann wieder falsch eingestellt hier bei meinem Audio. Ich bin gleich wieder da. Ja, passt. Kein Schiss. Ist das jetzt das linke? Ja. Okay. Speichern, ja. Ja, passt, okay. Das linke gemacht, Material machen wir jetzt einmal. Gehen wir mal auf das wo wir uns einen Hypershed da haben. Tor, Bolzen, Griff. Den löschen wir mal. Den löschen wir auch.
die löschen wir auch alle raus. So. So, machen wir da jetzt einen neuen. Machen wir es da einen neuen Limbet. Ja, Rüsen. Alles liegt da, Handy, Feuerzeug, echt alles mit dem Weg. So. Brauchen wir Pfeil und brauchen wir Desktop. Den brauchen wir. Open. Jetzt haben wir ihn. So. Passt da? Ja, passt. Perfekt. Okay. Brauchen wir jetzt den rechten noch? Öffnen mit. Bearbeiten, einfügen. Schon hin, wo wir hin wollen. So. Alter Falke. Hi Falk. Kopieren mal. Schreit da rein, hey. Hallo Markus. Ich bin ganz durcheinander gekommen, hey. Oh Mann. Das ist Überfall. War jetzt Überfall. Ja, das habt ihr heute geplant, ne? Ja klar, ich hab mir extra Hopper geholt. Boah, krass, ey. Bin jetzt da geguckt, der verlatte Schreck, hab ich jetzt irgendwas gemacht. Jetzt hat die Festplatte formatiert, der ganze Kotter weg. Oh nein, um Gottes Willen. Aber da, Markus. Boah, bin ich erschrocken, ey. Ach. Gleichzeitig rein. Ja, alle bitte und dann alle bitte. Moin, hallo. Ihr habt ja alles ausgehackt, ne? Ihr seid solche. Ja, klar. Wir haben ja nicht gewusst, dass Falk kommt. Da hätten wir das gewusst, wenn wir zu dritt gekommen. Ich glaube, da wäre vom Stuhl gefallen. Herzkasper gekriegt. Ja. Hallo schreien. Kann man das richtig bildlich vorstellen? Sie sind in ihre Ecke geguckt, ne, und haben sich schon abgegrinst, ja, gewartet, bis ich komme. Also das mit dem Wasserzwischenloch hat nicht funktioniert, Markus. Hat nicht funktioniert? Naja, aber die Hot Online Team haben noch ein, wie heißt das Ding? Hot File Fülltyp Water Tank. Und das ist das gleiche, ich nehme mal die Drücker, vielleicht geht da das. Ja, kann sein. Das ist auch ein Tank mit 1 Million Liter, was darin passt. Ja. Ich habe ja die Fülltyps angepasst, der hat es aber nicht angenommen. Essen, gell, okay, moin, moin. Mahlzeit. Hat er nicht übernommen, oder wie? Nö. Gibt's ja nicht. Ich hab's ja mit der Milch, mit der Milch genauso gemacht, ne? Weil normalerweise war das ja eine Tankstelle für Diesel. Da habe ich die Fülltyps einfach umgeändert auf Milch. Stimmt das jetzt? Schreib's einfach um. Ist mir auch egal. Ja klar, probieren kann man es ja, ne? Ja. Bei den Fülltyps in der Spezialisation ist ja Water, habe ich auch hingeschrieben. Und unten bei Storage habe ich auch Water hingeschrieben. Aber der LKW oder der Anhänger hat es nicht angenommen.
Cool. Bei Gülle funktioniert einmal frei. Ja. Cool. Ja, schreibe ich ihm. Das wäre das mal egal. Stimmt, vielleicht stimmt da der Filtyp nicht. Oder das vielleicht. Aber wenn der Filtyp genau das gleiche ist, was ich hier geschrieben habe, immer weiß. Mhm. Ich will es einfach probieren. Ausprobieren, ganz einfach. Ja, das ist es. Ich bin immer noch ganz durcheinander jetzt. Jetzt weiß ich auch nicht, was er machen soll, der Arme. Mhm. Markus, wie kannst du ihn nur erschrecken? Ja, tut mir leid, Markus. Ich glaube euch das aufs Wort. Markus erschreckt Markus. Auch gut. Ihr zwei, oder? Jo, Hessen Gamer, das freut mich. Eigentlich sind es ja gar keine Tutorials, was ich mache, sondern sind ja mehr Gedächtnisstützen. Für sich selber. Ja, aber wenn ihm das geholfen hat, sehr viel, ne, dann freut mich das auf alle Fälle. Ach, das ist ja gut, dass du das machst. Ja. Alleine, du weißt ja, was ich dir gesagt habe, alleine mit deiner Verkaufsstation oder das mit den Tieren, das hilft ja vielen. Ja, da freue ich mich. Wenn es jemand hilft, passt's ja, ne? Ja, und zusätzlich, weil du sagst, als Gedächtnisstütze, das ist schon mal nicht schlecht, wenn du es als Livestream machst. Du musst es nicht speichern und nix. Und dann hast du es da. Keine Sau. Ja, vor allem sieht man es gleich, ne, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Auch wenn es auf einer Seite ein bisschen blöd ist, aber man weiß dann immer, ah, okay, bei dem funktioniert es. Dann muss bei mir auch funktionieren dann, ne? Ah. Okay, dann haben wir das jetzt wieder. Markus? Ja? Puzzle? Nee, Puzzle. Ja? So. Geh mal auf YouTube und guck mal sein Tor an. Auf YouTube? Oder warte mal, ich zeig das. Zeig das, ja. Geht ja auch. Schick mal einen Link oder so. Ne, ich schick dir hier. Ich schieb mal einfach mal rüber. Ach, das ist dieses Tor, was er gestern weggemacht hat. Ja, wo er gestern 5 Stunden dran gegangen hat für eine Aue. Aber es hat sich rentiert, ne, wie man sieht. Es passt. Schön geworden. Bestellung hast du ja, das weißt du. So, jetzt haben wir das einmal da. Ich bin immer noch ganz wirr. Hast du gesehen, Markus? Ja, schick aus, wirklich gut aus. Boah, sieht geil aus. Und, Herr Markus, können Sie da mal kurz ranscrollen, das mal oben zeigen, die mit dem Tor, wie das aufgehen soll, also was da passieren soll, ach so, also so andeuten. Okay. Ja, ich hab da bloß den Bügel drauf gemacht. Und wenn man das dann aufmacht, dann geht da der Bolzen so raus. Nicht ganz, bloß so ein bisschen. Und der Hebel. Der bewegt sich dann so ein Stück nach oben, ne? Und dann geht halt das Tor in die Richtung auf. Mhm. So habe ich das gedacht. Mal gucken, ja, vielleicht. Klar, mal gucken, vielleicht bringe ich es sogar wieder hin. Wenn das Tor dann aufgeht und hinten ist, dass der Bügel dann wieder so runter geht nachher, ne? Der heißt ein Gaming, der hat das kriegt, das hat der Video gemacht, wie man sowas macht. Also das. Ich vermute mal, du willst das so haben, dass das schon da steht. Platzierbar. Also nicht platzierbar ist, sondern schon gleich am Anfang da steht, vermute ich mal, oder? Ich glaube, das ist echt gute Arbeit. Das ist gut mit dem. Und das Tor habe ich gesagt, da möchte ich, wo ich gestern noch eine Bearbeitung wollte, das möchte ich gerne haben, wenn ich so nett frage. Aber ich glaube, Markus, da sagst du nicht, nee, boah. Nee, das kannst du nicht. Ich kratze dann auch ein bisschen. Was du jetzt schon, Mensch? Du, das ist mal bei meinem Onkel gegangen, bin ich da, na Onkel, so umarmt hab ein bisschen, was willst du, es gibt nicht. Da wusste genau, durch was will. Wenn du das dann für dich behältst, dann kannst du das schon haben, ja. Ja, na klar. Ist kein Problem. Du weißt ja, das bleibt ja bei uns. Ja. Weil zum Download biete ich es nicht an, weil... Nö. Dann wandert es wieder wie meine Mülltonne durch die ganze Welt, ne? Ja, auf die ist meine 17 jetzt 19 angekommen. Ja. Das ist der Hammer. Plazibles Wasser Zwischenlager Fill Type Water Tank. Ich denke, dass wir beide wieder schön DDR spielen, Markus. Ja, können wir machen. Jetzt mal am Wochenende. Ich will es jetzt eh machen. Ich habe sie gesagt, ne, dass ich am Wochenende dann immer so Samstag und Sonntag Runde spielen. Dann immer, ne, wieder wie meine Mülltonne durch die ganze Welt. Ne? Ja, Sonntag zum Beispiel könnten wir das mal machen. Ja, ja. Bei Samstag ist der Markus immer eher nicht da.
Nee, das ist der einzige Tag in der Woche, wo ich dann mal nicht da bin. Aber so, ich sag mal, es, am Sonntag könnte man das gerne machen. Ja. Das ist immer eine gute Zeit dann, ne? Das linke Tor war das, ne? Setfile. Nein. So. Achso, der Hammer wäre an dem Tor. Wenn du oben anstatt dem Bolzen ein Bügelschloss dran machst. Ja, aber wir wissen. Aber wir wissen das machen, ne? Das ist dann daneben hängen oder so, weißt du? Mhm. Ich wollte ja auch hinten irgendwie so ein Schloss dran haben, weil ich habe extra ein Loch reingemacht. Aber wie willst du das dann animiert nachher, ne? Wenn, dann musst du das mit der Hand raus tun und glaub, das funktioniert nachher nicht irgendwie. Dann liegt es irgendwo am Boden rum und keiner findet es mehr. Ja. Ey, hör auf! Nein, ja, kannst schon so einen Bolzen machen, ne? Den musst du dann so rausziehen musst hinten. Aber wo legst du den dann hin, dann, ne? Komm, Markus. Ja. Was denn? Nee, Markus. Was schreibt der Jan? Geht das, was da Hessen Gaming will? Geht das? Jan, ich möchte einen Stahl aus dem LS17 nehmen. Geht das? Einen platzierbaren. Da bist du ja eher da, fragt man. Fest eingehört. Ja, das funktioniert schon. Man muss, so wie ich es mit den Schweinen gemacht habe, ne? So ein Grundding nehmen, so ein Grundgerüst nehmen, wo alles drin ist, die ganzen Trigger drin sind. Boah. Und die ganzen Folien drin sind. Blödes Ding, ey. Und dann musst du alles aus dem 17er raus exportieren, wie zum Beispiel den Stall und das alles, und musst das in den 19er rüberholen. Also funktionieren. Also, so wie ich es gemacht habe mit meinem LS15 Stall, den ich eingebaut habe jetzt hier. Ja. Fest. Ja. Aber wenn er sich. Nur die Trigger dann vom 19er. Aber wenn sich der Hessen-Gamer da ein bisschen geduldet, ich wäre sowieso, weil an Grafen gefällt nämlich der Hof nicht, den was ich gebaut habe. Er möchte wieder seinen 17er Hof haben, und da muss ich es dann eher so machen. Kannst du ja ein 5-Stunden Video drehen. Und das wird länger dauern wie 5 Stunden, glaube ich. Also müssen wir da mal so 12 Stunden Stream einplanen? Mhm. Oh Gott. Markus? Hm? Ne? Ja, der Fussel. Oh, ich hasse das mit euch, den zwei Markus, ey. Ja, sag doch einfach zum Fussel. Ja, Fussel, ja. Genau. Guck mal, habe ich das jetzt richtig, aber? Ne, funktioniert tut schon, man muss das alles bloß raus exportieren. Also namenmäßig, ja, wa? Ja. Sollen eine Million rein oder reichen 500.000 Liter Wasser? 500.000 reichen. 500.000, mal. Man muss sich da, jetzt warte, ich kann das ja mal den Hessen-Gamer zeigen. Ich habe dafür die Musterschweinchen, habe ich da so ein Grundgerüst gemacht. Speichern. Da ist praktisch jetzt alles drauf, was man braucht. Mhm. Sieht man eh, da hat der Mist da hinten, mal ein bisschen Licht machen, sonst sieht man ja nichts, ne? Leute, da sieht man eh, da ist die Folie drunter und mit den Trigger drin alles. Und genau, ja. Genau das gleiche Prinzip musst du es dann für einen Kuhstall machen, und dann kannst du den alles aus dem 17er rausholen, und dann kannst du da deinen eigenen 17er Kuhstall in den 19er holen. Also ich glaube, dass du da so weit auch schneller dran bist, als wie wenn du das Ganze exportierst und umschreibst und bla bla bla. Also bist da definitiv schneller. Weißt du, was mich nur noch stört, ist an dieser Kacke, dass Giants diese bei den Schweine, bei den Schafe extra so ein Dings gemacht hat, so ein Futternapf. Weißt du? Und bei den Kühen haben sie es nicht gemacht. Nicht? In alten Ältesten war das manchmal so, da hattest du einen extra Futterdruck für Kühe und extra Futterdruck fürs Wasser. Jetzt haben sie das eingebaut, und du musst das irgendwie komplett auseinanderfummeln, weil du, wie bei mir, ich weiß ja auch nicht mal, wenn das geht, bei mir, das muss ich mal testen, da musst du ja die Grasplänen so hinmachen, dass das hochgeht, weil du hast ja den Druck nicht mehr, der ist ja weg, wenn du das auslöscht. Oder du musst das so anpassen, dass du ihn findest, wo das reinpasst. Das ist der größte Mist. Du kannst den Druck hier rausnehmen. Ach nee, der ist ja den Ding fest drin, ne? Richtig, der ist in dem Haus verbaut. Das ist ja der Kack. Nee, ich hab den aber. Na gut, ich hab's jetzt so hingeplatziert, ich hoffe, das geht. Ich hab den Druck ausgebaut. Bei meinem Pferdestall siehst du das ja eh. Wo ich damals gebaut habe, da habe ich die, ja, ich habe es halt in Meier reingeholt, ne, habe die ganzen alles rausgelöscht, dass bloß noch der Druck über war.
File Import. Ja, es ist. Was habe ich jetzt drin? Das ist Arbeit, das ist klar. Das zieht. Guck mal, was wir heute Nacht, wie lange wir gesessen haben bei dem Enkack hier. Wie gesagt, ich bewundere die Leute, die es können. Ach ja. Du würdest wieso davor sitzen, Quark aus dem Schaffern zu gucken? Ja. Gibt schlimmere Sachen. Der Rest so riecht lieber Autos oder Mopeds, habe ich mehr von. Naja. Okay. Aber Markus. Ja. Fussel, entschuldige. Fussel. Der Falk, der jetzt hier mit im Channel ist. Aha. Ja. Der hat ja auch eine Kotte gebaut. Oder baut noch. Der baut noch, ja. Ich habe dir doch mal eine gezeigt mit dieser Autobahn. Wo ich gesagt habe, die ist so schön fand. Ja. Das ist doch Falk seiner. Mhm. Echt klar. Der Male und die XXL. Ich schick dir mal kurz Fussel hier einen Link. Oh, das war der falsche Knopf. Das wollte ich nicht zumachen. Ja. Irgendwo habe ich da einen Fehler drin und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung warum. Nein, das wollte ich nicht machen. Nein. Das ist da. Komisch. Oh Gott. Ist das eine Mucke hier? Was hast du dir jetzt hingeschickt, Olli? Dir persönlich geschickt. Hast du bekommen? Nee, komme ich jetzt gerade nicht ran. Hä, auf deinen Namen oben. Du drückst auf deinen Namen oben. Wo wir uns schreiben. Du gehst oben auf das Zeichen vom Discord. Wo das Zeichen ist, das Discord. Wo dieses Gesicht ist. Ja. Da drückst du drauf. Ach, da. Dann müsstest. Ja. Ja. Hab ich. Okay. Und das ist jetzt nur das gesagteste XXL war, Falk. Steht ja immer, wenn Falkland XXL oder die Falkland. Hier Falkland XXL V1.2. Genau, das ist die neueste. Hm? Also hochgeladen. Schick aus. Aber nur jede Menge Arbeit. Bis er endgültig fertig ist. Das dauert, glaube ich, da ist noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja. Aber ich finde das schön, so mit den, wie gesagt, mit den Autobahnen finde ich geil. Echt geil, also das ist schon echt, das ist ein guter Lohn, weißt du, wenn dann Leute sich drüber freuen und so, das ist echt toll. Drum, du. Man kann was anderes. Ja, weil das ist, weißt du, warum ich das mit den Autobahnen gut finde? Du kannst doch mal den LKW nutzen, dass du mal fährst, ein Stück, weißt du, dass es nicht hier gleich nur eine Landstraße fährst, oder es gibt ja Karten. Da habe ich letztes Mal das Hot Online Team gehört. Der eine, der sagte, warum schüttet dann die nordfriesische Marsch nicht? Da sagt er, ja klar, da gibt es eine S-Kurve und sonst nur gerade Straßenkreuzung. Das hasse ich. Das ist bei uns hier, wie die Kotte, die alle heißen, die ich ja baue. Markus, du weißt ja, wir haben hier auch ein paar vielleicht gerade Straßen, aber wir haben auch viele Kurven und alles Mögliche drin. Mhm. Ich habe sogar Betonplatten als Weg gemacht. Und schief und krumm, weil das muss nicht alles gerade sein. Ja, das ist wirklich schick. Sieht gut aus, die Bilder. Was, das ist das Einzige, was mir noch gefehlt hat. Ah, okay. So ein 17er Kuhstall. Wie gesagt, dafür habe ich wirklich keine Geduld. Ach, die da bin ich auch verdammt ehrlich. Die musst du nehmen, das hilft ja nichts. Nee. Na, Fussel weiß ja, was ich bauen kann, was ich schon gemacht habe bis jetzt. Dann stellen wir lieber ein Moped hin, machen wir da Neues draus, da sitze ich Stunden bei. Siehst du, ich habe heute den ganzen Nachmittag nur den vorderen Kotflügel von der Schwalbe. Dann ist der fertig, steht bei mir, ich denke, na, Lack trocken, kannst rüberbringen zum Nachbarn, da wo er hingehört. Stell ihn da hin, der kippt von alleine um und der Lack ist zerkratzt. Oh, ja. Oh nein. Ach ja, wo ist eigentlich mein Stückchen Kuchen? Welchen Kuchen? Das liegt bei mir auf dem Tisch. Achso. Nein, er war bei Mama und Papa und wollte Kuchen trinken. Einen Kuchen und Kaffee trinken. Da habe ich gesagt, dann kriege ich auch was. Und er sagte ja. War Falk, das hat er gesagt. Geburt bis Zeuge. Aber wie das hier hochkommt, das ist später.
Ich schütte es dann in mein CD-Fach, ne? Ich Und schieb's gerade per Computer rüber. schickt er das dann rüber. Da haben die Übertragung der Kuchen dann, ne? Jo. Oh. Aber nicht, sind das nicht so viel Gigabyte, ey. Nee. Es geht schon, irgendwie geht schon. Ach Mist, ich muss den Filmtyp noch wollen. Ah. Out. Darüber. Ah ne, warte mal, der muss dahin. Oder? Ja, der muss darüber. Hier holt man es ja raus. So, weil sehr unhöflich geht das jetzt mit dem Wasser. Komischerweise, wenn ich die AU mache, ne, aufs Tor, dann flackert das im Spiel so, so es kriselt so, ne. Wenn ich eine Mipmap mache, das nicht mehr so kriselt, Ja. dann schießt er die Textur. Na toll. Dann habe ich da so wie es bei den einen Türen waren, weißt du das noch? Da waren doch auf einer Seite waren sie hell, auf der anderen Seite waren sie dunkel. Bei meinem Tor, ja. Und genau das gleiche ist dann auch bei meinem Tor, wenn ich Mitmap mache. Und wenn ich es ohne Mitmap mache, dann kriselt das so, also, ne? Und das ist noch nervender, wenn Ja. das so kriselt, ne? Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich nicht einfach die Textur so nackig drauflege. Und kann ich die später dann auch hernehmen, wenn ich das Tor blau mal haben will oder rot oder grün. Mal schauen, inwieweit das so funktioniert. Oh, die neue Future-Trends ist draußen. Markus? Ja. Weißt du, wer mir Schuhe schaut? Ne. Wir haben da gestern, er hat auch jemand zugeguckt abends. Weißt du, was ich meine? Ja. Der Herr mit dem Traktor. Ah, ja, genau, ja. Ah, ist nämlich, der guckt gerade zu. Ah, bei dir oder wie? Jo. Ja, cool. Ich habe mich gedacht, hast du noch einen Zuschauer? Aha. Und da habe ich mal so geguckt und habe ich einen Mad Dog gesehen. Na ja, ist doch nice, oder? So, hoffen wir mal, dass es jetzt geht. Mad Dog drückt die Daumen. Wenig. Muss ich wirklich zu Morgus fahren? Ah, nö. Na doch, da mache ich dich kopfkatz, das habe ich dir gesagt. Warum ist das unhöflich? Ich bin ja froh, dass du zuguckst. Freue mich ja. Okay, schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut. Ob es jetzt besser ist. Ja, das ist. Was sagt Mad Dog? Was sagt immer Markus? Ich Stasi. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. So, Fülltyp bis Wasser Zwischenlager. So, jetzt wollen wir hoffen, dass das geht. Eingestellt habe ich's. Ach, siehst du, ich muss es noch ändern. Ich muss das ja noch in der XML, in der Datei anpassen, ja. Rüberziehen. Ja, die übernehme die Daten, weißt du, sonst ist das das, was wir vorhin gesprochen haben. Okay, entschuldige, Mad Dog, wollte ich nicht. Hat das jetzt nicht exportiert oder was? So, Transformgruppe. Müsste ich das ja? Das ist ja das Teil. Bei Markus nicht, dass ich danach das Problem habe, was ich mir vorhin erzählt habe, dass dann irgendwas nicht dort steht, wo es stehen sollte. Was ist das da drin? Da will ich es natürlich gar nicht rein haben. Ne? Bin schon ganz blöd mit dem Tour da, echt. Ey. Da muss rein. Okay. Jetzt da. Ja, wie gesagt, ich mache es eigentlich ungern. Ich habe das nur jetzt gesehen. Das war Zufall, mein Doc. Das mache ich ja nicht, sonst nicht. Was machst nicht? Er findet das nicht so schön. Ich sage, ich habe mich auch entschuldigt, weil ich sage, ich mache ja nicht ungern.
Ich habe das nochmal bei anderen, die haben auch gesagt, ja, ach, der ist da. Ich denke, hä, woher will denn der das wissen? Ach Und das war so. jetzt aus Versehen, das wollte ich eigentlich nicht. So. Wenn den das stört, dann unterlasse ich das auch. Weil er sagt, er macht das auch nicht bei sich, wenn er streamt, weil es unhöflich. Warum zum Geier macht er das? Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt nicht Bock, dass ich das ganze Tor nochmal neu mache. Was anderes ausprobieren. Material Editing. Wenn er das nicht möchte, dann mach ich Markus. Was denn? Was habe ich denn jetzt gemacht? Das habe ich das wo. Ne. Ah, wo war das denn letztes, die ich downloaden konnte? Was wusste denn? Ich will die Future Trend 87 wieder downloaden. Das ging ja letztens auch wunderbar. Wolltest du mir nicht mal die geben, meine ich? Nee, das war die davor, die habe ich dir eigentlich schon mal geschickt. Aber die hat das Du wolltest die mir schicken. Ah, das hat nicht funktioniert. Mal was anderes ausprobieren. Da hat das eine nicht geklappt, weißt du? Mhm. Dann hattest du das aufgegeben. Ja, und ich hatte letzte Mal direkt bei. Ich gehe jetzt direkt bei Future Trends auf der Seite. Was ist denn. Was ist da für ein komisches Ding drin? Wo ist wer drin? Was hast du denn? Was ist denn, Markus? Da ist noch so eine komische. Was macht es halt weg da jetzt? Da ist noch so. So ein Ding ist da noch drin, habe ich jetzt gerade gesehen. Wo ist das? Sehe ich gar nicht. Dings Goldi. Hä? Das vorhin probiert mit den Namen ändern und so. Geht richtig gut. Ach ja, du meinst die NPCs? Ja, genau. Habt ihr ausprobiert? Funktioniert? Schau her, siehst du es? Warte kurz mal, Feig. Ich sehe noch gar nicht gerade, du hast gerade das Ding durchsichtig. Jetzt pass auf, ich siehst du es gleich. Da geht es vom Eck unten so schräg, geht's runter. Warte. So eine Falte drin oder wie so eine Schnittkante nochmal oder was? Ja, ich weiß aber nicht woher oder was das ist. Okay. Siehst du es? Jetzt, wenn ich da hergehe, dann sieht man es besser, ne? Siehst du es? Warte, das sehen wir ja noch nicht, warte. Da geht von oben, von oben links nach unten rechts. Ja, der rote Strich meinst du? Ja, genau, von oben rechts nach unten links. Geht da Ding runter. Sag ihn mir. Nee, Falk. Hast die Namen hast du, wie gesagt, geändert? Und geht Komisch. Das auch im Spiel? Zeigt er das an? Ja, ich habe das Spiel aufgemacht, zeigt er an. Ich sag geil. Markus, also ja. Wir haben beschlossen, also ich habe vorhin beschlossen, die Farmer, die es gibt, die werden wir umändern. Mhm. Weil nämlich vorhin der Günther da war. Hier beim Markus. Und da hat man wegen den NPCs, da kam man auf die Idee, dass man das ja die Namen auch ändern kann. Und da habe ich da kurz, haben wir die Datei gesucht und haben gesagt, da werden wir die Namen dann ändern. Da kommt dein Name rein, Markus, ne, Markus einer, ein Markus einer hier, die du dann hinterlegst. Das Farmer 1 zum Beispiel Markus sowieso ist. Okay, Fussel? Da bist du der Feld 1 gehört, der Farmer 1. So. Kannst du dich geehrt führen? Yep. Ja, wenn du nicht den echten Namen reinschreiben, aber. Desto. Jetzt habe ich es gefunden. Hast du gefunden? Was war's? Ja, gute Frage. Ich sehe es nicht. Das stimmt auch. Okay, dann müsste das da jetzt eigentlich klappen, oder? Komisch. Dann machen wir das mal zu.
Wenn ich das durchsichtig mache, komisch, ey. Sehe ich es auch nicht. Drückt mal den Daumen jetzt bitte alle Bete. Ne, alle drei. Ich versuch's nochmal. Ey, geht mir das auf den Zeiger, echt, ey. Da hast du recht. Ich hätte da Speichraum. Ich hätte doch Dinge machen sollen, ne? So wie ich schon vorgehabt habe. Eben oder was? Ja, dann muss das, wenn ich muss das machen. Nee, ich habe das alles aus einem Cube rausgezogen. Das Tor. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das auf einen Cube, weil es schneller geht. Ja. Und jetzt stelle ich. Und jetzt stelle ich gerade fest, dass das vielleicht doch nicht so praktisch war. Na komm her, ziehen halt dahin. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Ein Bild reingestellt von dem Test im Spiel. Ja. Aber das Gesicht passt nicht zu dir, Falk. Nein, das passt nicht zu mir. Bei so einer langen Loten hast du bestimmt nicht, oder? Gegenteil. Aber das ist nicht schlecht, weil. Das muss ich mal. Ich muss das auch noch ändern. Oh, er ist fertig. Bei den Frauen auch. Ah. Kann ich wieder ändern. Wenn du hinten die Bilddateien auch noch rüberholst, weißt du? Okay. Bilddateien sind ja auch in der XML drin. Kann man das ändern, die Bilddateien? Dann musst du dann nur den Pfad auch ändern. Dann kannst du die Bilder ändern. Oh, das ist noch besser. Bei der Datei, warte mal, wo welche war das wieder? Das war die NP. Moment. Face. Ah. Was macht er, wenn ich jetzt den noch rauslösche? Und Charakter. Humans, NPC, NPC-Befuß, PNG, das sind doch die Bilder. Muss dann nur halt den Pfad bei dir drauf machen, muss halt die Bilder dann drauflegen, ne? Das hast du dann auf der Map. Kein Problem sein. Ob das geht? Ja. Zeig das aber dann nicht an, warum denn nicht? Du musst dann halt den Ordner NPG oder musst dann halt den Ordner. Hat das dann nicht geklappt, weil Christian mir dort ein Dings nicht angepasst hat. Was hat er nicht angepasst? Ja, man hat wieder einen Index vergessen abzurechnen, abzuziehen. Ah, okay. Wie gestern. Ich habe ja wieder was gelöscht. Was machst du denn auch immer für Sachen, ne? Du bist schuld! Was passiert, wenn ich jetzt hergehe und nehme jetzt da Füllhole? Das haut nicht hin. Muss ich mal gucken. Ladestation. 0, 1, 2, 3, stimmt. Dann der 1, das stimmt. Stimmt auch. Oder hängt das mit dem Dings zusammen? Ey, mach doch jetzt nicht das ganze Tor wieder neu. Nochmal neu bauen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Nee. Also, ehrlich, das ist schon heftig. Hast ja einige Stunden drin gesteckt. Nee, das mache ich nicht. Ich mache das jetzt anders. Ich ziehe jetzt da einfach neue Planen rein. Ja. Und dann hoffe ich einfach, dass es funktioniert. Da kommt er nicht zurecht damit irgendwie. Warum auch immer. So. Jetzt ist er da. Jetzt kann ich wieder mit dem Traktor da hoch runter. Oh nee. Null. So. Jetzt brauche ich.
neue Plane. Und zwar brauche ich jetzt eine, zwei, drei, Schulzi? Ja. Also das, vier. der Trikot sind jetzt da. Jetzt drücke ich den Daumen, dass es jetzt funktioniert mit dem Tagor. Drüben brauche ich auch eine. Willst du es da kaufen und dann Zwei. pumpen? Nee, nee, den Kaufstrigger oder den Hol, den Abholdings, das haben wir ja gesagt, das machen wir ja im dann, sag mal, unterwegs. Also da an einem Fluss oder sowas holen. Oder an so einem Kaufdings und dann, dass wir das dann da drinnen nur speichern. Weißt du da? Dass man da nicht immer erst dorthin pumpen muss und dann reicht das nicht so, kann man da, hat man nicht den Weg so weit, weißt du? Naja, mal vielleicht klappt's ja jetzt. So. Also den brauche ich immer. Komm her da. Den brauche ich da. Den brauche ich da. Den da. Und den da. So. Da. Kann aber auch sein, weil ich hinten die Dinge vergessen habe, die Edges zum Reinziehen. Die 45 Grad Dinger über die Ecken. Schulzi? Das Wasser kostet gar nicht, das ist noch Wasser. Kann ich nur den Trigger von dem Gebäude dann am Fluss versetzen? Ja. Wie schön sich das fährt auf der alten Betonplatte. Ja, Falk. Ich habe einen Weg gesucht, so eine alte Betonstraße, weißt du, und habe einen Betonplattenweg gefunden aus LS 11 oder 13. Das Ding, da sitzt da drinnen, wenn du darüber fährst, da denkst du, fällst aus der Karre. Das geht immer Aus. so bum, 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 wie auf der Autobahn, wenn du das, wenn du da die alten Autobahnen noch kennst, so bum, 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 bum. Oh, ja, Hör aber ich nicht, was ey. wer kennt die nicht, ne? Ja. Und da habe ich die in 19er geholt, wo? Einmal frei. Und einwandfrei funktionieren, ne? Ohne Textur anpassen und sowas. Also optimal. Goldi, hast du so So. zweistreifige? Hä? Weißt du, so zwei? Hast du für jedes Rad so eine Fahrbahn? Meinst du so Betonplatten oder komplette Platten? Ne, das sind wie so ein großes Stück Platte. Und da passen zwei nebeneinander zwei Fahrzeuge. Also die ist breit genug. Und das Okay. ist eins. Ich kann dir, ich, wenn ich es mal finde, dann wird er schick, ich zeige ich dir das mal. Weil das sind so eine Platten, die mit so versetzt sind, weißt du, ein bisschen. Ich fand das Ding nicht schlecht. Weil die Straße, die der eine hier verbaut hat, der hat immer die gleichen Stücke Straße genommen, weißt du. Da hast du fünfmal so eine Ausbesserungsstellen hintereinander. Das passt eigentlich nicht. So, dann gucken wir mal, wann das jetzt klappt. Klappt schon. Schulze drückt den Daumen. Muss klappen. Könnte ich ja nicht ein kleines Wasser hinter noch zu der Kühe bringen. Gucken wir das Wasser wenigstens schon annehmen. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich jetzt das mir vorstelle. Ja, das Ich klappt auch. schon. Aber wenn das funktioniert, breiter hinten plus die neuen Edges. Ich glaube, ich habe nämlich die 45 Grad Dinger vergessen, da zum Reinsetzen. Ne? Also die da, ne? Die habe ich Ja. vergessen. Ne? Ach, Schulzi. Ja. Ich habe zu Markus gesagt, der gehört schon zum Team mit dazu, war. So. Wie viel Hast du der ja noch dazu letztes Mal hat? mit. Was ist jetzt da unten los? Was ist jetzt das da? Naja, entweder nimmt das Fass nicht an. Okay.
Dass das Wasser, nee, das Wasserfass das nicht überladen kann. Vermute ich mal ein bisschen eher. Wasser drin, meinst du, das wird mal irgendwann leer? Das muss doch trotzdem gehen. Der Trigger muss doch angenommen werden. Sollte angenommen werden, meinst du? Weil wenn es ja beim Kühlefass das ist. Nimm mal das alte HTS-Fass. Warte mal. Hier war gerade was. Da ist was. Der hat den Trigger, findet der. Irgendwas hat ist hier. Ja, siehst du es? Das schwuppt immer mal ganz nach oben gleich. So. Da ist es. Jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut jetzt da so. Da habe ich ihn. Right, den brauchen wir noch. Also es geht doch, da muss ich mal gucken, wenn ich den Trigger vielleicht ein bisschen verändere. So. Weil du siehst ja, es wird leerer. Trigger manchmal zu tief? Na, entweder ist der Trigger zu tief oder der Anhänger hat irgendwie eine Macke. Weil du siehst, er macht's leer. Mhm. Und dann müsste es ja hier vorne. Wenn ich drunter fahre. Ja, er nimmt's auch wieder raus. Das ist so geil, Jungs. Wenn es leer macht, da brauche länger, weißt du, wenn du drauf drückst beim Vollmachen, da ist er innerhalb von 2 Sekunden fertig. Beim Abladen, da brauche 10 Sekunden, ne. Ah, nicht falsch. Ja. Also, dass ich da so lange dran sitze, hätte ich mir in meinem Leben nicht geglaubt. Hm. Ich habe gedacht, das ist einfach auf einen Tag durch. Ja. Das ist aber immer besser, wenn du das nicht weißt, weil sonst fängt man sowas gar nicht an. Hm. Weißt du? Hm. Ja, aber das sind so Leichtsinnsfehler, ne? Die normalerweise gar nicht passieren dürften. Ne? Aber okay. Das an, aber aus Fehlern lernt man. Ja, definitiv. Ja, nicht. Definitiv, ja. Wäre so gut, dass ich jetzt weiß, ne, wenn das jetzt funktioniert und weiß ich, dass ich da in Zukunft, wenn ich das für LS mache, ne, da ich da die Winkeln reinziehen muss. Ich weiß nur nicht, was es mit den Kühen auf sich hat. Was denn? Die Kühen? Markus. Ach, bei dir, dass die dich nicht bewegen, ne? Ja. Jetzt, ich gehe dem Ganzen jetzt nochmal nach. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, ich kann es vielleicht noch probieren, da? Oder meld dich einmal beim Ding an, bei dem Forum, bei dem Link, wo ich da mal gegeben habe. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Meld dich da mal an. Da ist nämlich der Philipp drin. Und der Philipp ist da echt fit auf dem Gebiet. Vielleicht kann der dir das sagen. Hm. Es ist so, Falk, ich habe ja einen Kuhstall vom Möchtegernbauer genommen, aus dem LS15, und habe den eingebaut mit den Tieren. Bei mir bleiben die Kühe stehen alle, wenn ich sie kaufe. Ich schwebe so halb in der Luft, gehe ich ein Stück neben dem Stall in der Ecke, stehen sie auf einmal und laufen alle. Laufe ich dort wieder raus aus dieser Area anscheinend, bleiben die wieder stehen wie Stein. Das hat was mit zu tun, wie so ähnlich wie das Objekt ist mit der Sichtbarkeit. Ja, ich weiß. Das visual, weißt du? Mhm. Dass wenn du rankommst, dass dann erst die Animation läuft. Aber das weißt ist ja, der steht ja neben Stall. Das ist das ja. Okay. Aber jetzt, was ich noch überlegt habe, ich habe ja den Stall jetzt von der Brigade Ost, vom Frank. Das ist ja sein DDR-Stall eigentlich. Ja. Ich habe ja nur einen Stall geändert. Ich werde noch versuchen, jetzt, vielleicht am Wochenende, vielleicht heute die Nacht, weiß ich noch nicht, dass ich mal das Original Houseberry Skript nehme von Chines und da mal probiere. Hast du auch gerade Livestream an oder was? Ja. Mein Link? Markus, kannst du meinen Link schicken? Fussel? Fussel? Was denn? Der Chef redet. Chef redet mit dir. Den setze ich hier rein. Ja, habe ich verstanden, was du wolltest. Dankeschön. Ja, danke. Bitteschön, Jungs.
Wo ist jetzt mein Ebenen-Ding da? Da ist es. Musst du kurz warten, weil ich muss mal kurz hier ein bisschen Futter noch holen. Wie war das? Was habe ich jetzt gesagt? Heu und Kra. Nee, was habe ich gesagt? Silage und Heu war. Begann an dem Tag, an dem es fast endete. Es hat eine Werbung. Da wurde. Muss ich meinen Rechner über Nacht laufen lassen, Goldie. Ja. Ich sag 3 Stunden fürs Upload. Das Upload 3 Stunden? Was zum Geil? Oh, die CD. Was zum Geil, Leute, ist denn da runter? 500 MB, aber die kriegst du nirgends woanders drüber geladen. Kein Bock, deinen Haufen Geld zu bezahlen für die CD. 40 Euro wollen die haben, ey. Wahnsinn. Lass sie lieber 2 Stunden downloaden, ne? Mhm. Ich komme nämlich nicht auf Upload drauf. Hat schon gereicht, okay. Ist der Surfer von denen so langsam, oder wie? Ja, so, weil du kriegst die kaum irgendwo kostenlos gedownloadet. Das hat ja gerade mal 3 Sekunden Verzögerung. Ja, du müsstest vielleicht mal einer den Livestream vielleicht mal einer den ausmachen, dass wir uns doppelt hören. Okay. Markus? Hm? Das daran erinnert mich an Paulchen. Warum? Na, Echo, ja. Ach so. Lautsprecher. Was ist das? Mhm. War Schulzi? Ich überlege auch gerade, wie ich das ausschalten kann. Ich glaube, jetzt schaut es ganz gut aus jetzt. Ich bin ja gespannt, wenn ich das exportiere. Olli, wie war das? Wie kann ich das ausschalten? Was? Meine eigene, hier im Livestream, die Lautstärke. Mhm. Na, unten ausmachen auf dem Ton? Wo guckst du jetzt? Auf das Handy oder was? Nein! Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt macht. Ich fahre jetzt mal schnell Futter hin. Guck mal, wenn er das Futter annimmt. Ah, und ich hole jetzt das Tor wieder rein. Mhm. Langsam auf den Bahnübergang fahren, der hat's in sich. Mhm. Da musst du aufpassen, wenn du zu schnell drüber fährst mit dem Baccaro, dann machst du einen Abflug. Ich krieg einen Vogel. Es siehst du jetzt, stehen die Kühe wieder, Markus. Ja. Wahnsinn. Der kennt das echt, ne? Mein Gott. Ja, so schaut's aus. Ach, Schulz, ich denke mal dran, dass ich noch ein paar Schulter mache, wo wir. Okay. Wo Stroh und wo Futter drin ist, dass ich das nicht vergesse. Mhm. Ich glaube, Futter war ja vorne drin, oder? Es ist trotzdem drin, der Strich, oder was meinst du, ne? Hm? Bei mir jetzt? Ja, oder? Was war da eben die Diagonale? Ja, den da. Ich ziehe ihn mal ran, dann sieht man es besser. Die Diagonale musst du reinziehen, die da. Wo ich die Maus habe. Dauert es ein bisschen, bis man sieht. Und wenn du den nicht drin hast, dann schießt er die Textur. Da geht ihm echt die Age ab da drin. Schulzi, du siehst? Ja. Futter? Mal sehen, wenn es jetzt noch eine Hochkette plane. Da würde ich mich noch freuen. Sieht aber nicht so danach aus. Ich glaube, jetzt sieht es dann eklig, ne? Oder das dauert eine Weile, bis das hochgeht. Jetzt sieht Futter nimmt an Mischration. Davon von oben links nach unten rechts, die da, wenn er die nicht drin hat. Ich hätte die ein bisschen höher gezogen, Goldi. Und schießt er die. Das kann ja Sinn, weil das mehr. Dann schießt er die Texte. So wie du die Diagonale, die 45 Grad oben reingemacht gesetzt hast, waren sie weg. Mhm, genau, ja. Holen wir noch einen Hänger. Ich hab die jetzt reingesetzt und dann hat's passt. Wahnsinn. Ich fahr klein hinten raus. Und wo ziehen oder irgendwas auf der Fläche hat der sich dann da eine Diagonale reingesetzt. Nee, die hat. Ja, wenn du das exportiert hast, dann hat er die praktisch automatisch erzeugt, die Diagonale da rein. Ja. Dann war die eine Hälfte war hell und die andere Hälfte war dunkel. Also hat er es praktisch geschossen, ne? Die Textur hat es nicht richtig drauflegen können. Ja, du musst exportieren. Jetzt mhm. Aber unter Meier hast du das auch nicht gesehen, da hat es passt. Und wenn du das exportiert hast, hat es nicht passt. Bin ich bloß am Überlegen, wie ich es jetzt am blödesten und am schnellsten mache.
Weil die sind ja alle beide gleich. Das ist Falk? Ja. Schaust du zu? Ach ja. Du bist gerade am Fahren und zurück. Weil da wollte ich es dir nämlich zeigen. Wie gesagt, du siehst ja die Kühe stehen. Ja, ja. Und dann laufe ich hier hinter in die Ecke. Bleib hier stehen und dann bewegen sie sich. Ja, verrückt. Na komm her. Jetzt da. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, was es ist. Ich nehme mal das andere Skript heute Abend noch hin, vielleicht. Vielleicht geht das dann. Da vielleicht ein gewisser Bereich, den, wo die Animation läuft, wenn sich da wer befindet, dass das wie so ein Quadrat ist, das klein ist. Genau, du siehst es eben nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Das war nämlich bei meinen Pferden auch so, ne? Aber ich weiß nicht mehr, was für ein Ding, das ich da genau geändert habe. Welche Dateiwort? Du hast ja gesagt, die Web-Table-Kackdaten ist es ja nicht. Die haben wir ja vergrößert. Ja, genau, die war es ja nicht, ne? Naja. Du hast was vergrößert, dass die Kühe auf der ganzen Fläche sich verteilen. Aber da muss noch so eine Fläche sein, wo die Animation mitgesteuert wird. Ziehen musst. Oder ja, aber wie heißt die? Naja, das ist das Problem. Wie heißt die? Mm. Das mit den Wegen ist natürlich geil. Die kannst du natürlich schön setzen. Da musst du nicht so hundertprozentig achten, wie du sie setzt. Die müssen ja so ein bisschen uneben sein. Ne? Ja. Das siehst du jetzt gleich, wenn ich hier über die Betonplatte fahre. Ja, ich sehe das schon. Bum, 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 bum. Ich finde das geil. Deswegen sage ich dir, das, wo streamst du das in, was ist denn das hier? Ja, bei Twitch. Hast du gerade mal 3 Sekunden Verzögerung mit dem Ton, den du hast? Okay. Ach, die hätte ich gar nicht löschen brauchen, sehe ich jetzt gerade. Es kommt drauf an, bei hier, bei Markus hier, dauert das länger, wobei Schulzi und bei den anderen das schneller manchmal geht. Ich weiß auch nicht, was das Licht. Das ist komisch, ne? Wie gesagt, ich übertrage mit 3600 Kilobits pro Sekunde. Ja, aber das hat damit zu tun mit den Automatiken. Du kannst ja zum Beispiel bei YouTube extra nochmal einen Infosatz eingeben. Aber wenn du das machst, dann bist du ja noch länger. Weil das macht ja wohl automatisch 30 Sekunden. So. So. Heu. Weniger, wenn er eine eingibt von 5 Sekunden. Das habe ich auch noch nicht probiert. So, zimmer Silage. Ne, kannst du hier. Kompliziert, ne, Markus? Mhm. Ja, aber es ist jetzt das Schnellste. Ich hätte jetzt zwar wieder Pläne ziehen können, aber ich glaube, dass ich jetzt soweit auch schneller bin. Ja. Muss bloß gucken, ob ich wieder genau in das Loch reinkomme. Ja, aber wird jetzt schwierig. Aber ich glaube eigentlich schon, dass ich wieder da hinkomme, wo ich hin muss. Schulzi? Wenn das nicht geht, dann mache ich dann mal kurz einen Ladewagen voll mit Gras und hau den voll. Weil wenn ich jetzt gucke, die 12.000, das ist nicht ihr Viertel. Du weißt, wie viel wir letztes Mal reingegangen haben bei Forge Queen, da waren es 200.000. So. Aber er sieht, er nimmt es ja schon mal an. Sagt das, wir werden schon hinkriegen mit der Plane. Wenn ich muss, dann noch mal gucken. Ah, der Futtermischwagen, der ist geil. Funktioniert der mit Frage? Nur du, einmal genug gefunden im Internet bei Verbitten. Da hab ich gedacht, na, wer weiß, was das ist. Vielleicht Fehler. Mhm. Das Ding ist einwandfrei. So. Ich brauche jetzt da das Tor und. Aber das mit der Gülle funktioniert und mit der Wasser funktioniert, da muss ich mal noch gucken, dass ich den vielleicht den Trigger ein bisschen höher hole, Markus. Was denn Trigger? Dass er den von dem Anhänger den Apfel oder diesen Entladetrigger zu tief gesetzt hat, oder zu hoch gesetzt hat und bei mir, wo ich das Wasser ablade, zu tief sitzt. Okay. Kann ja auch Sinn. Ja. Ich finde das so geil, dass die Kühe hier stehen. Okay. Das brauche ich und ich bin da nicht genau in der Mitte drin, gell? Ich könnte ja mal. Falk, du guckst ja noch zu, wa?
zwischendurch. Ich bin aber zwischendurch auch am Mappen. Ich bin gerade bei mir eine Straße im Moment. Hm. Ich würde dir dann nicht mal was zeigen. Das dauert ja wie gesagt ein paar Sekunden, bis du das siehst. Ich geh drauf. Okay. Ach, das ist das, was du ins Bild reingesetzt hast, ja? Richtig. Das, und jetzt habe ich es hier drüben als, oder hier hinten ja gesagt, als Wasser genommen. Ja, als Wasser. Oh, der General schreibt. Oh. Das heißt, ich muss euch jetzt kurz mal verlassen, alle. Ich mache es aber so. Verlassen alle? Nenn ich verlassen. Ich mache jetzt einfach. Stumm. Gib das jetzt noch schnell ab hier. Und dann, da Markus du ja noch streamst. Ja, ja. Mache ich euch den Stream an, wenn ihr möchtet. Passt schon. So. Verstehe auch nicht, dass der Trigger so weit rausgeht hier von den Futter. Der dürfte eigentlich auch nicht so groß sein. Ne, der müsste nicht viel kleiner sein. Den habe ich eigentlich angepasst. Der geht bis raus. Ich weiß nicht warum. Wahnsinn. Die Plane, ich muss da nochmal gucken. Ach, ja, der verschiebt sich bis hinten in die Wiese. Ich hab's drum gesehen. Und das verstehe ich nicht, warum? Weil, wenn ich das Modell mir angucke, ist das nicht so lang. Wollen wir noch was, hä? Ja. Naja, wie gesagt, wird schon klappen, irgendwie krieg ich das schon hin. Ja, wenn nicht, dann melde dich da mal an. Ja, na, das werde ich dann machen. Der ist ja echt fit, ja, auf dem Gebiet. Der hat mir da bei der BGA auch geholfen. Der hat das auf Anhieb gleich gewusst. Okay. Gut. Dann schiebe ich jetzt das mal rüber. So. Da könnt ihr gerne zuschauen. Ich bin dann gleich wieder da. Da dauert noch vielleicht 10 Minuten schon da. Ja, ja, passt schon. Passt bis schon. Gleich. Das ist ja cool. Bis dann. Ja, okay. So. Gucken? Was gucken? Ist davon, ob da eine andere Verzögerung da ist. Ah, das weiß ich. Ich hab den reingezogen. War nicht schlecht. Die Stereo gucken. Aufziehe und mach mir zwei Seiten, dann. Dann siehst du alles, ne? So, das muss weg. Die kann ich löschen, die brauche ich nicht mehr. So, jetzt habe ich eigentlich nur das nackte. Oh, das nackte Tor. Genau, optimal. Gar nicht so einfach alles, wa? Ja, wenn ich es vorher gewusst hätte, ne, hätte ich mir das, den ganzen Rutsch sparen können. Aber für die Zukunft weiß ich es ja jetzt. Ne. So. Nochmal 45 Grad reinsetzen. Mhm. Und was hat er jetzt? Achso, ich hab's nicht. Hab's ja, nicht mehr. Ja, ich hab das nicht gewusst, ne, weil normalerweise. Arbeit, also wenn ich auf der Arbeit bin, dann muss ich die nicht reinziehen, die Winkel da, ne? Ja. Weil die fräst da so raus, da brauche ich die nicht. Aber anscheinend hat er da wirklich. Hat der Tito da wirklich irgendwelche Probleme? Ist ja keine Texturen ins Material. Nee, ich hab alles in der Arbeit alles mit dem Bong-Typ da, ne? Ich hab nicht einmal den Lambert, sondern wir machen das alles mit dem Bong. Andi, servus. Der Andi ist auch wieder da. Also jetzt bin ich gespannt, ich habe mir extra für einen Chat, habe ich mal so einen kleinen 12 Zoll hat er. So einen kleinen 12 Zoller bestellt. Mhm. Und den kann ich mir dann unter meinen Hubmonitor, weißt du schon, kann ich mir den unten so, der hat extra so einen komischen Clips hat der. Den kannst du dann unten oder oben beim Hubmonitor kannst du den ranklipsen. Und da kann ich dann meinen Chatverlauf ablaufen lassen, weil da guckst du da eh immer drauf, ne, und dann siehst du es ja. Ich freue mich schon drauf, ich bin echt gespannt. Hat es schön gemacht.
Ja, hat schön gemacht. Passt. Brav. Genau, so stelle ich mir das jetzt vor. Jetzt langsam komme ich an mein Ziel hin, wo ich hin will. Die kann ich löschen, die brauche ich nicht. So. Die brauche ich jetzt, die rechte. So. Neue Ebene einfügen, Leinwand beibehalten. Zusammenskalieren. Du wirst kaum glauben, was ich mache. Natürlich wieder Straßen setzen mit das Blei. Schon wieder. Jetzt komme ich mit dem Kreuzungsding auch so langsam zurecht, weißt du? Was treibt denn mein Namensvetter? Ich? Ja. Ich guck dir zu. Du guckst mir zu, wie ich da rumpfusche, oder wie? Ja, natürlich. Herr Gott, ich mir das so eingestellt. Also extra für dich gemacht, ey. Ja. Okay. Können wir das jetzt speichern? Wo ist denn da hin? Wo ist mein Desktop? Da ist er. So, Textur. War jetzt die rechte, was ich gemacht habe, ne? Speichern, ja. Okay. Wenn du das eben mit dem Monitor gesagt hast, ich muss mal meine Taschenlampe holen, dann muss ich mal hier nach meinem Rechner gucken, ob ich meine Grafikkarte im dritten Monitor dran kriege. Also ich kann 6 Stück anschließen, ne? An meinem. 6, ich glaube 5 oder 6 Stück habe ich hinten dran. Ich habe einmal habe ich den Standard VGA, dann habe ich den HDMI, dann habe ich den, wie heißt der ganz lange Breite da, der DPI oder wie der heißt, und dann dreimal den Display, wie heißt das Display? DisplayPort. Genau, ja. Sind die neuen, ja. Und dann habe ich an der Karte extra noch so einen Stecker dran. Da kann ich auch noch irgendwas anstecken, weiß der Geier was, keine Ahnung. Aber meine Grafikkarte hat ja 800 Euro gekostet, also von dem abgesehen her. Die hier ja auch mal. Und das habe ich natürlich nicht bezahlt, ich habe die gebraucht, günstig abgeschnappt. Ja, ich hab die Ding drin, die GeForce GTX 1080 mit 11 GB oder sowas. 10. Ja, und ja, 480 habe ich. Ja. Mit 8 GB Speicher. Da haben wir extra ein neues Ding kaufen müssen, ein neues Netzteil kaufen müssen. Weil es mit dem alten ist er nicht mehr zurechtgekommen. Was hat er jetzt da hingeschrieben? Das habe ich wieder nicht gesehen. Rechts. Warnung. Achso, kann er nicht finden, weil es nicht mehr da ist. Jetzt da. Gleich wieder da. Jo, passt, Markus. Der Fussel. Genau, dann haben wir jetzt das Tor jetzt auch endlich. Gott sei Dank. Das ist jetzt das rechte Tor. Export. Jetzt wird's leise bei uns. Autobahn. Tor rechts. So. Export Selection. Bin ich da ganz alleine oder wie? So, jetzt wollen wir mal hin und Rechner leuchten. So.
Jetzt habe ich das eine Tor, dann brauche ich jetzt der Import, Import, Import. Das andere Tor. So, habe ich einmal links, einmal rechts. Oh, siehst du, ich habe weitere drei Display-Anschlüsse. Siehst du es? Da kannst du doch was anstecken. Ja, nur gibt es einen Adapter für? Von Display auf HDMI oder sowas? Ja, ich glaube schon, dass es das alles gibt, ne? Du kannst ja alles irgendwie mit Adapter machen. So, das brauche ich jetzt nicht mehr. Was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich. Was brauche ich jetzt? Die komischen Türdinge brauche ich da. Die brauche ich. Holen wir uns die auch. Autobahn. So. Wo sind sie denn? Da sind sie. File Import. Ah, das ist schon da. Okay. Öffnen. So, jetzt haben wir die. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir noch den komischen Griff brauchen wir jetzt noch. Den wegschieben da. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Den können wir löschen. Die und die können wir löschen. Wo ist der komische Griff? Da ist er. Holen wir uns den jetzt da. Wie viele Straßen hast du denn jetzt noch zu machen? Ich habe Gott sei Dank die ganzen Straßen schon durch. Ja. Die ich als Betonleger hatte, die will ich alle als Straßen halt umsetzen. Ne? Mhm. Das werde ich nach und nach mal gucken. Mhm. Ich lasse ich auch ein paar als Betonwege, als nur gezeichnete, weißt du? Ja. Ich finde, das Schlimmste war eigentlich, die Texturen zu machen für die Straßen. War eigentlich irgendwo. Wie lange hat die Meier schon Arbeit, Andi? Boah. Wie lange arbeite ich in Meier schon? Ich glaube seit 2005 oder 2008, irgendwie so. So, jetzt haben wir den auch, ne? File Import, jetzt haben wir den Griff. Wo ist der Griff abgeblieben? Da. Ah, da ist der Griff, passt. Und jetzt haben wir den Griff, haben wir. Jetzt brauche ich noch den blöden Bolzen. Wo treibt sich der rum? Oh, er hat die ersten 100 MB gleich geladen. Hohoho. Es dauert zu lange, ne? Hast du gesagt bei dir? Ja, ich hätte über. Ich habe einen Upload-Account, aber ich komme auf Upload nicht rauf. Ja, es kommt darauf an, wie schnell das der Surf ist, der was anbietet, ne? Ja, der ist leider so langsam. Ja. Aber hört sich gut an, ich habe vorhin kurz reingehört. Und ich mag die Future Trends 87, die neue. Okay. Das passt ja nicht, der scheiß Krippe. Also die letzten Future Trends machen sie ja gerade alle zurzeit wieder ganz gut. Ich habe letztens, was habe ich denn runtergeladen? Auch irgendwie so ein Spiel habe ich runtergeladen, ne? Das hat es, also aus so einem Store hat es das kostenlos gegeben.
Es waren 24 Gigabyte waren das. So viel? Mhm. Da der auch ewig und 3 Tage hat, da braucht er es zum Runterladen, weil der hat nämlich bloß mit knappe 1000 oder sowas runtergeladen, ne? Mhm. Ich dachte, also das ist ja echt ein Witz irgendwo. Wie man das auch noch runtergeladen hat damals bei Ubisoft, das hat irgendwie, ich glaube, 12 oder 13 Gigabyte hat das. Okay. Das war auf eine knappe halbe Stunde war das erledigt. Ich brauche jetzt da ganz genau den Mittelpunkt. Und jetzt habe ich natürlich da die Dinge gelöscht. Ich Idiot, ich Blöder. Ei, ei, ei. Und ziehen wir uns die da nochmal schnell rein. Braucht da ein Fadenkreuz jetzt. Ja, lass ihn den Rechner laufen. Ja, es hilft eh nichts, ne? Was willst du denn anders machen? Da meine er nicht viel Strom frisst, bin ich ja ganz zufrieden. Mhm. Den haben sie ja komplett auf Energiesparmodus gebaut. Ja, aber es heißt ja auch nur lange noch nicht, ne? Wie zum Beispiel bei mir, ich habe ja ein 800 Watt Netzteil drin. Das heißt ja noch lange noch nicht, dass er 800 verbratet, ne? Nö, das ist richtig. So, sagen wir den genau auf 0. Ey, wenn du mal irgendwem Dateien schicken willst. So. Schulze. Ja? Was wollte ich denn machen? Du wolltest den Wassertrigger und die Futterplane anheben. Die Futterplane wollte ich mal annehmen. Da muss ich aber einen Stall erstmal drin holen. Nee, Andi, ich bin nicht zum über LS zu Meier gekommen. Das liegt arbeitstechnisch, liegt das bei mir. Wo ich über LS dazugekommen bin, das sind so Texturen auflegen. Weil die brauche ich eigentlich arbeitstechnisch nicht. Kuhstall. So, jetzt habe ich da genau die Nullachse erwischt. Kuhstall, wo sind wir da? Da war die 124. So. 204. 100. 961. So, jetzt haben wir 571. Sag ich das auch? 394. Und? Das ist eigentlich das, was ich für Arbeit brauche. Das da. So. So, Stahl ist wieder drin. Ist er wieder da? Na, ich habe den Stahl jetzt wieder reingezogen. Achso. Muss mal noch gucken. Warum ist er jetzt so tief? Mich vertippt. Der ist ein bisschen tief jetzt. 124, 204. 10, 7, 8, 97. Jetzt ist er wieder da, der Boden. So. Jetzt müsste mein Bolzen eigentlich auch da sein, oder? Müsste. Bolzen öffnen. Müsste eigentlich genau auf der Nullachse sein. Jo, perfekt. Das passt. Das muss halt noch klappen. Es braucht bloß noch das blöde Gitter. Und wo habe ich denn das? Da ist das Gitter. So. Die ist weg, die Futterplane, ne? Nö, die ist da. Da? Die ist noch da. Du, Falk? Ja? Weißt du, was das Beste ist? Der Trigger ist ja ganz normal clean. Der geht nicht bis raus. Ich weiß nicht, was ist. Warum das im Spiel so lang gezogen ist. Ja, komisch. Machen wir halt einfach kleiner. Also, wenn du auf dem Giant-Set wieder bist, dann zeige ich das normal an. Ja, da ist es jetzt normal, also 3,428 und 100, also 1,288. Und wenn ich jetzt den Rischoff mache, über diese Plazibler, ist es ja genau das gleiche. Im Spiel zieht er den aber nur länger. So, speichern. Buchstall, Animal, Futter. Wie?
die Koordinaten angibst, dass er dann die Skalierung rausnimmt oder irgend sowas. Komisch. Ah. Ja. Weil wenn ich den jetzt auf 1-1 mache, also auf normal 0, auf Scroll 1, ja, dann ist eben dort, wo auch die Dings ist. Ich speichere es einfach mal ab, dann werde ich ja sehen. Achterbahn, Zaun. Aber wisst ihr, was sein könnte? Ich muss mal gucken. Was hat denn der Jutta? Steht hier was drin? In der XML dazu? Oh, das ist da. Hm. Du hast doch die Möglichkeit, die Skalierung dahinter anzugeben. So. Ich nehme erst die Koordinaten ein. Hm. Und dann nochmal drei Plätze für die Skalierung, oder? Ach, jetzt habe ich das da hinten irgendwo. Da habe ich es. Okay. Ich weiß auch nicht, was TIP-O Kollisions-Update-Area ist. Oder wie gehört? Kollisions-Update. Okay. Cool. So. Was du bei der Farmlens einstellst, glaube ich, ne? Okay. Jetzt Tor. Wo ist denn der Bolzen drin? Bin ich genau seitenverkehrt. Ich muss so rum. So rum muss ich rein. Das Lichtchen drehen. So, jetzt da. Jetzt habe ich mein ganzes Gedöns zusammen, was ich jetzt endlich einmal brauche. So. Da haben wir jetzt das Tor. Edit. Cut. Was ist los? Hä? Was ist los? Oh, die Musik gestoppt auf Schweinepriester. Frechheit. Das ist jetzt links. Kann ich da das Licht nicht ausschalten da oben irgendwo? Ich muss doch da irgendwo jetzt da. Das stresst mich. So. Den brauche ich jetzt genau. Den brauche ich jetzt genau auf der Nullachse. Ist das der blöde Bolzen da unten, oder? Da ist er. Weg damit. Was macht denn der immer so dunk dunk? Keine Ahnung, was ist das? Hm. Irgendeiner kriegt da eine Nachricht. Oder irgendwas. Also bei mir blinkt er nicht. Bei mir auch nicht. Da rennen es nur Feixen. 572. Fetti! 572. So. Fetti ist aus seinem Haus gekrochen. Oh. Aus seinem Hügel. Ja, der Hunger, Mutter. der geht erstmal auf Diät jetzt, das fette Ding. Der Baba. Nee, da. Nee, mein Hamster. Das ist wirklich kein Hamster mehr, das ist Mammut. Das musst du mal angucken und dann, was der fressen tut, da tut das alles verstecken, der Schweinepriester. Ich mache einen Napf voll, innerhalb von einer Minute ist der weg, der Napf. Dann am liebsten den auch noch mit verschlingen. Machst du sein Haus oben auf, seine Burg, da liegt alles drin. Ja. Ja, Hamster. Ja, wollte ich gerade sagen, ja, hamstert halt, ne? Du kannst ihn auch rausnehmen, der ist handsam alles. Aber du darfst keinen Futter in der Nähe haben, was er riecht. Der hat schon recht. Das ist nicht mehr gehalten. Der hat schon recht. Oh, der sagt immer, Klattobeck kommt in Wallung, weißt du, wenn das Internet nicht läuft. Warum, Markus? Aber er versucht raus, er will raus. Ja, er will abhauen, wa? Ja, ja. Der will durch Stahl durchbeißen. Das schafft er nicht. Da ist denn die Planung, so. Wo liegen die jetzt, Leute? Hm? Oh, was willst du?
Arne, wo die Licht, die K.O. Stable, Small, was du auf dem anderen stehen hast. Ja. Du versuchst da jetzt auch zu finden, warum die Kühe nicht laufen, oder? An was nee. Ich suche die Kamera. Die Goose Stable Small, das ist das Gras. Das Futter, der Futterplan ist das, die hochgehen soll. Und die suche ich gerade, wo ich die eingetragen habe hier. Weil die soll ja hochgehen eigentlich. So wie es im Original ist. Ja. Und ich habe die mal bei mir früh im Ring gemacht. Jetzt suche ich die aber wo welche Angaben das sind dazu. Klar. Minus 0322. Dann habe ich jetzt nochmal im Ordner, im Dings geguckt, im Hauptordner. Wo das drin ist. Ich überlege jetzt gerade, habe ich die genommen? Maximum? Weil eigentlich müsste 0322 irgendwo drin stehen. Dann kannst du doch suchen. Du kannst doch in der E3D als Dings, da kannst du doch die 03 suchen. Wo es da noch eingetragen ist. In der XML. Nee, das ist ja die höher. Falk. Das ist ja die höher. Ja, ich weiß. Und die muss er ja in der E3D auch irgendwo angegeben haben. Oder? So, hier. Gucke, so soll das da aussehen. Ja? Gucke, so soll das da aussehen. Genau. So. Und ich habe jetzt hier drinnen stehen 297. 90. Und ich habe aber drinnen stehen 322, also die war viel zu weit unten. Darum ging die jetzt nicht gleich hoch, eigentlich müsste die hochgehen, weißt du? Min und Max. Ja, ist klar. Du gibst den Min und Max vor, wo stehen soll. Ja. Aber das sind ja zwei Füllplans, ist das eigentlich schlimm? Sind das zwei? Ich habe zwei draus gemacht, weil ich links und rechts haben wollte. Da musst du eigentlich die nochmal drin stehen haben. Du musst sie mit Nummer, Config Mode, hast du ja zum Beispiel 010 stehen, dann musst du die andere 011 halten. Da ich da nicht genau so hinfriemeln kann, das ist doch auch Blödsinn, oder? Echt? Also das nochmal machen. Also das ja eher gesagt. Fillplane, nochmal. Ja, und musst die zweite Fillplane, musst die, mach mal die zweite Fillplane, warte mal. Was steht denn da rechts in der. Du darfst mal telefonieren. Er klappt oder da. Okay. Er klappt oder da. 731, 1, 2. Nein, 01 kommt hin. Das ist die. Oder? Warte mal. Mal die obere an. Die. Tributen gucke ich jetzt gerade unten, wo die 7-1 ist das. Das kommt doch hin. Und dann müsste das die 1-2 sind, richtig. Also muss ich jetzt hier eine 1-2 nur draus machen. Gehe ich mal von aus. Also mache ich jetzt komplizieren, mache ich einfach eine 2 draus. Ja, dann müsste es doch funktionieren. Dann müsste es ja nicht funktionieren. Ja. Speichern. Weil das sind ja 2. Weil beim Stroh ist das ja nicht das Problem, das hängt ja alles in eben Stroh. Das ist der Strohträger und das ist die Strohpläne. Und die ist ja hier, wie du siehst. Die ist hier drunter. Ja, genau. Und hier drüben noch einmal. Aber die gehören ja zusammen. Weil die heißen ja in diese Strohplanes. Da gehen die automatisch dann hoch. Ja, okay. Also speichere ich es mal ab und guck's mal. Wie gesagt, wenn die Kühe nicht gleich laufen, weißt du, das, irgendwann kriege ich das auch noch raus. Und ich mache das mit dem anderen Stall. Sehr wurscht, weißt du? Aber ich schätze mal, das hat damit irgendwas zu tun. Weißt du? Dass da nochmal irgendwie so eine Plane gibt oder so ein Triggerbereich, wenn du den dich aufhältst, dann laufen die. Na, Markus sagte, der Castro hatte mal was geschrieben, aber er wüsste nämlich nicht mehr was. Oder wo das war. Ja, das ist ja das Problem. Wenn er ein, zwei Wochen später was ist, ey, und dann wo hat man es abgelegt? Das ist ja schon einen Tag später, ist ja schon schlimm. Drum. Ja gut, wie gesagt, ich mach's jetzt einfach so und fertig. Ich habe jetzt nur einen Fehler gemacht, ich habe wieder abgespeichert und der Stall muss da raus. Ich mal auf Speichern hier drücke. Weil ich brauche die Karte ja ohne die platzierbaren Objekte. Weil ich habe das ja sowieso in der XML umgeändert, die drin ist.
In der ja. Ich weiß ja nicht, warum der den Stall immer wieder länger zieht. Das, also diese Planen länger zieht von dem. Die Trigger. Wo ist denn die? Die Trigger. Die steht ja nicht drin. Die steht nicht hier drin. Die kriegst du nur, wenn du das Ding an sich aufmachst. Den Stall. Und wenn ich den Stall aufmache. Was siehst du? Warte. Wenn ich den Stall jetzt aufmache, ist er das. Und der Futtertrigger ist ja das. Feeding Tug Trigger. Und du siehst, der ist nur hier das Sticker. Und im Spiel zeigt er ja den an bis hierhin und bis hierhin an. Weil ich nicht verstehe. Der ist richtig bis kalt. Bei Attribute sehe ich im Bild was drüber. Ja, okay, das sehe ich jetzt nicht. Bei Follow steht er nämlich. Ja, steht mal höher. Warte mal. Meinst du so besser? Warte. Genau. Ja, das so. Ist alles ganz eins. Alles normal. Drum. Ich gucke jetzt einfach mal. Werden wir da sehen, was passiert. Ich packe jetzt das Ganze und fertig. Jojo. Irgendwann kriegen wir das schon hin. Logisch. Wir haben schon so viel nicht hingekriegt und es hat trotzdem geklappt irgendwann. Ich bin ja froh, dass schon mal das mit den Triggern funktioniert. Schaffstab war der Beste, gleich beim ersten Anhieb. Tja. Ah ja, könnte ich ja meinen. Könnte ich ja da mal Dings zeigen, meinen Stall. Im Dings hier, im Falk. Ja? Mein Musterschieb. Ich zeig dir mal nur den Stall, weil den. Ja, warte. Das ist mein Stall. Mein Schafstall. Das ist ein Gebäude auch vom Möchtegernbauer. Das war ein Reddachstall. Und der hat mir ein Bekannter mal umgeskinnt, weil ich ihn gerne mit so einer Platten nehmen wollte. Und da gehen die Tiere hier drüben, kannst du kaufen auf der Seite. Dann hast du eben dort einen Futtertrigger und hier einen Wassertrigger. Das funktioniert auch alles. Dort ist eine Halle, da spawnen die Balletten. Und dann ist eben hier ringsrum ein Zaun. Und die Tore, die du hier siehst, die sind alle dann vor Ort eingebaut schon. Okay. Die siehst du, weil die Tore, die habe ich immer danach eingebaut. Warte, das siehst du hier hinten. Hier hinten, das ist der Schafstall. Und da siehst du, die schwimmende Tore und die Zäune, alles in der Luft. Ja. Weil da kommt der Stall dann hin. Der kommt dann automatisch, wenn ich das Spiel reingehe, platziert er die automatisch. Okay. Das geht eben nicht über Platzierbare, wie das im Spiel kennst jetzt. Das platzierst du nicht erst danach, sondern das ist schon drin. Rein schon mit eingebaut. Dann brauchst du es auch in der Default nicht erwähnen, ja. Richtig, das ist alles in der Default drin. Und wie gesagt, hier ist der Trigger. Hier drin, in der weißen, in der kleinen Halle, da ist der Trigger für die für die Wollepaletten drin. Ja. Aber jetzt ist er gepackt, jetzt gucken wir mal. Wenn es annimmt, weiß ich nicht, was wieso nicht gehen wird, ich muss wieder ein neues Safe Game bestimmt starten. Weil ich glaube nicht, dass er die Füllplane annimmt. Das kann zu. Das kann wieder auf und. Nee, das nicht so rum aus. Ach ja. So ist das, ne? Ich muss sagen, das Twitch ist wirklich 2-3 Sekunden verzögert. Das ist ein Witz. Das ist echt angenehm. Da kannst du echt sein, was. Wo du bei YouTube da 30 Sekunden warten musst. Ne? Ja, es kommt manchmal auch drauf an, wer überträgt wie. Und ich bin ja mit, ich vermute mal, mit dem Upload zusammenhängt. Ich weiß auch nicht, mit was ich streame, mit 700 oder mit 1080, weiß ich auch gar nicht. Das kann ich ja mal gucken. Was müsst ihr unten darstellen? Das hat eine Qualität automatisch. Mit.
Hat der hier eine Anhängerkupplung eigentlich dran, Markus? Der kleine Wagen? Nein. Der hat eine hinten dran, der Wasserwagen. Ich versuche mal, den mitzunehmen. Dass ich den mit dem Trigger das ausprobieren, weißt du? Mhm. Ah, 1080. Oh. Welle 1080. Das ist viel. Das ist eigentlich sehr gut, da kann man bald sagen. Jo, ich kann mitnehmen. Oh, perfekt. Schnell die Formlandskurven hier. Dass ich hier was platzieren kann. Ich brauche den Wasserträger. Kann ich den hier platzieren? Ja, perfekt. Und dann brauche ich einen davon und zwei davon. Das fand ich auch schön, dass sie das sowas eingerichtet haben. Hier auf vom... Gleich Stroh setzen kannst. Na, Strohball nur sowas setzen kannst. Das finde ich cool. Also das zu kaufen sozusagen. Dass sie das mit drin genommen haben. Stimmt. Meine, in Ringelblayer ist ja kein Problem, da kannst du ja selber Ballen hinwerfen über den Cheat-Mode, aber der Sache. Ja. Mit dem Mischwagen. Und dann war es das. Und wie viel hat der Füllvolumen? Welcher? Der Mischwagen. Welcher? 12. Ist ja auch nicht wie früher, wie wir es kennen. Im 17er war es ja, du müsstest ja Heu, Gras und Stroh nehmen. Jetzt brauchst du, nimmst du keinen Stroh mehr, sondern nur noch Silage und Heu. Und schon hast du deine Mischration. Ohne Stroh jetzt. Ohne Stroh. Du kannst Stroh rinmachen noch, dass das noch verbessert, also mehr wird. Aber ich habe ausprobiert in den Ladewagen Kuhn oder was das war. Da hat er Ring gemacht, da habe ich Stroh drin gemacht, so wie ich es kenne. Silage und Heu, er hat immer gesagt, nur Silage, also Futter, aber keine Mischration. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal nur Gras und Heu rin, und Silage und Heu rin und funktioniert. Ich weiß nicht, was sie da geändert haben. Bei der Stroh sollte es ja immer, hat es ja immer nur gestreckt, aber das brauchst du anscheinend nicht mehr. Weil wenn ich jetzt auf den Anhänger gucke, siehst du unten, Stroh zeigt er mit an, muss aber nicht. Ja, okay. Das verstehe ich nicht, weißt du? Von 0 bis irgendwas, ja. Ein bisschen Stroh. Ja, 0,0 und ich habe jetzt Silage 66 und 3,3,3, weil es ja 12.000 sind. Aber ja. Ich werde den auf 16 hochschrauben, weil ein bisschen mehr passt ja schon rein in den Anhänger. Der ist ja größer als die kleinen Ladewagen, die Futterwagen. Was ist das für ein... Ist das für ein Milchtanker oder was? Was hinten dran hängt, das ist Milch und Wasser. Ja. Das ist von Alice Sonderbauten, haben den Klubbe rausgehauen. Das haben die früher so gemacht. Da haben die so eine Tanks hingesetzt. Und dann kannst du dem Wasser und so, und das haben sie festgeschnallt. Also und ich will mal gucken. Hm? Was sagst du? Das sind so Tanks auf Paletten. Richtig. Auf Metallgestelle sehen das ja, wie es aussieht, ja. Ja, genau. Oh, ja, ja. Jetzt bin ich gegen Zaun gefahren. Scheiße. Markus hat mich abgelenkt. Ich nichts verstehen. Ja. Pass auf, Falk. Trigger? Oh ne, jetzt ist er nicht mehr draußen. Vielleicht hat er durch dieses 000 eine Marke gehabt. Weil das nicht auf 111 stand da. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein. Na gut, ich wollte jetzt erstmal das Wasser wegbringen. In mein Trigger da hinten, mal sehen, wenn es diesmal jetzt. 111. Jetzt stand er dann auf 00, ja.
Ja, weil sonst stand es immer auf 3 und 2. Na, wir mal gleich sehen, wenn das Gateway ist hinten. Ich suche eine große Durchfahrtshalle, das heißt mit 4-5 Toren, wo du beidseitig aufmachen kannst und kannst mit dem Sattelzug reinfahren und dann auf der anderen Seite wieder raus. Das ist super. Es gibt doch so eine Halle, diese Epic, nee, die ist eine... Ach, guck mal da! Geht sofort. Da liegt das ja an dem Hänger. Ja. Na top. Oh, komisch, oder? Bei dem anderen, dann ist bei dem anderen der Trigger zu hoch gesetzt. Ja. Oder du musst den Wassertrigger hier auf der Map höher setzen. Ja, oder das. Komm ich jetzt rum? Hä? Kleinen Traktor, weißt du, aber kommst trotzdem nicht in die Kurve, ja. So, jetzt können wir das gleich mal testen, wenn es hier von der Roboter annimmt. Sollte man vielleicht nicht so viel trinken? Ja, es nimmt doch an. Sehr schön. Ja, es nimmt doch an. Das funktioniert ja schon mal. Wie gesagt, bei der Kühle funktioniert es ja drüben auf der anderen Straßenseite. Bei dem Kühle-Lager, bei dem Zwischenlager, was ich da gebaut habe. Ja, weißt du, wo du drin hattest, wo du das Bild drin hattest. Markus, bist du noch weg an den Scharnieren? Wie gesagt, ich bin ja froh, dass das klappt, weißt du, Falk? Was ich mir da so ausgedacht habe gestern. Das ist das Schöne. Auch wenn du dann ein paar Stunden rumfummelst, aber wenn dann alles klappt, ne? Das ist dann schön. Bevor ich Futter einfülle, müsste ich mal ein paar Kühe kaufen. Ich kaufe jetzt aber mal nur 5. Funktioniert. Aber die Plane geht nicht mit hoch. Die Plane müsste hochgehen. Okay. Die sitzt zu tief. Verstehe nicht, warum die nicht hochgeht. Ach, hier drüben ist Hochgang. Ah, toll, vor Seiten verkehrt. Okay. Scheiße. Auf Mist. Okay. Markus, hast du gesehen? Ja, ja. Aber das funktioniert da drin, siehst du? Geht. Musst du bloß umtauschen, ne? Das Ding, ja. Aber jetzt siehst du schon mal, cool. Und jetzt können wir noch was ausprobieren, warte mal. Dann nehme ich jetzt aber was anderes, schnell. Wie war denn das, Markus? Wie kann ich ein Stroh schnell dahin fahren? Haben wir doch nicht. Wir hatten doch ein Dings gehabt, war? Den URL, der müsste doch gehen, eigentlich, war? Ja, aber wo willst du denn Stroh herkriegen? Stroh? Ballen? Ach so. Kann ich doch kaufen. Naja. Geht mal nicht an, oder was? Da hast du die Konsole nicht auf und cheat mit an? Nee, na, ich. Nicht, dass ich fahre das schon, wenn dann muss ich ja sehen, wenn ich hinfahre, wenn das geht, weißt du? Ich nehme jetzt nur einen schnellen Traktor, ja? Alleine um Trigger und alles zu testen. Ja, ich weiß. Aber da bin ich mit der Konsole bin ich nicht so drin, weißt du? Ja, okay. Wenn du mir das mal erklärst, Falk, dann können wir darüber mal, da kann ich mir das auch dann mal anwenden. Aber das können wir ja mal hocharbeiten. Oh toll, genau am Wassertank. Frag einfach mal nicht Westtechnik. Modell Eichhorn, der hat das auch ganz gut, ein schönes Video darüber gemacht. Okay. Ach, komm her, du blöder Anhänger. Ja. Das Ding fährt wenigstens 73, ja. Und
Ich habe das noch nicht ausprobiert, das uralte Ding. Bei den anderen, den es da mal gab, da funktionierte ja nicht richtig. Balletten, Ballen, Quarterballen. Oh, das sieht gut aus. Aber er nimmt es nicht an. Warte mal, anschalten. Ah, doch. Oh, perfekt. Also, Markus, der Hänger funktioniert. Mhm. Oh, das war der Danke. So. Hast du noch 2-3 Minuten? Ja. Gut. Dann gehst du mit Dickin Bett Ding raus. Ja, den muss ich erstmal holen von oben. Na, guck mal, wenn der mit dem drüber heizt. Siehst du die Wellen? Wum, 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 wum. Und guck mal, der zeigt Sekunden an. Siehst du 8 von 24. So, jetzt fahren wir mit 73 über Nuckel. Ums, gesprungen ist er. Wie sagt mit den Kühen, das kriege ich auch noch irgendwie raus. Das ist ja das Schöne, so knifflige Sachen dann immer. Mm. Nur Stroh war auf der anderen Seite. Stroh ist nämlich hier drin. Ne, wie gesagt, oh, was ich nicht komisch finde, Falk, du siehst ja, diese Scharniere hängen ja hier draußen. Von dem Tor. Wo? Hier oben diese Metall-Dankstangen. Und im Schein sieht die Tor. Sind die drin? Da sind die richtig an der Wand. Auch nur bei dem Tor, ja. Kapier ich alles nicht. Kann sein, dass da auch irgendwo im Gebäude oder an irgendeinem Teil eine Skalierung ist. Vermutlich, ja. Ja, nimmt er keine Struktur, oder was? Einfach gemacht mit dem Skalieren, aber dadurch kommen immer noch ab und zu Fehler. Hm, noch toll, jetzt bin ich auch noch aus dem Stall draußen. Hey, Scheiße, ja. Na, langsam. Müsst ihr eigentlich den Trigger ja eigentlich annehmen. Ach, weil er nimmt doch keine Ballen dann auch, nee, ja? Scheiße, musst du lose. Ach ja, da war das nicht so, Markus? Mhm. Och, so zum... Aber warum nimmt er das nicht an? Das muss doch, sind doch Ballentrigger. Ist doch zum... Strohblasgerät. Ja, weißt du, was ich da mache? Einfach der Traktor. Zurücksetzen. Klingt das Wasser fast verkaufen, ja. Die Ruhplane kommt bestimmt im anderen Stall hoch. Nee, die sind doppelt gleich. Die sind ja nicht zwei, Markus. Das sind eine. Wir haben ja gleich sehen, bei der Schweine geht's ja auch. Hast du ja gesehen. Mhm. Ja, ich gebe schon voll Gas. Vorher einfach rückwärts drin und fertig. Kann man das Ding nicht drehen, ja? Nee, kann man nicht, toll. Rausgeflogen. Hm. Ah, sollen wir den einfach mal, ja? Wollen wir den kriegen? Ja, ja, komm, komm. Flöter.
Komm, fall rein. Da drinnen? Nein! Ach, stopp, Tim. Kriegslei. Kap hier. Da muss ich auch gucken, dass ich den Trick auch irgendwie noch finde, was die, wo ich Strohballen drin schmeißen kann, ja. Geht das Ding nicht auf hier? Mhm. Warte mal, ich muss ein Stück weiter rüber fahren. Da ich nicht gleich wieder rausfliege, ja. Ah doch, er schmeißt mich doch raus. Ist der Ausstieg aber groß gewählt bei denen diesmal. So, aber jetzt Stroh überladen. Ich hoffe, er macht es dann schon alleine. Ja, sie kommt hoch. Oder doch nicht? Ne, ich muss drinnen bleiben. Okay. Ah, das kann Sinn, dass ich wieder in Auto statt. Ja. Ja, guck mal, da, Boris geht doch hier hoch. Siehst du es? Hm. Ah, da, also das funktioniert. Muss er praktisch nur das Futter rüberbringen. Na, die. Was hat man gesagt? Diese. Wie sagt man dazu? Wie stelle ich denn das dann um? Gut, ich bin aber raus jetzt. Falk? Willst du jetzt umstellen? Falk? Ja, das die Seiten. Aber eigentlich müsste ich nur das Gras von der einen Seite auf die andere Seite verschieben und das rüberschieben, dann ist ja das gleich. So, Jungs, macht ihr mir so lange. Schönen Abend noch, wünsche ich euch. Wir hören uns morgen, Markus. Jo, bis dann. Ciao. Das heißt, du musst im Editor einfach verschieben. Also ja, einen Stall aufmachen und das nur von links nach rechts schieben. Genau. Ja, vielleicht das Beste, ja. Ich glaub, das mach ich schon auf, ja. Wenn du die andere eins nennst, dann ist das trotzdem nicht verkehrt, andersrum. Ja. Ja, das war ja ein Akt, weißt du, wo ich das gebaut habe. Ich habe alles runtergezogen, weil das ja eigentlich eine Zweifachgott ist. Also 2x2 habe ich auf 4x4 gesetzt, weißt du? Und das letzte Gebäude war das hier, was du siehst. Und dann merke ich, ach nee, das hängt alles zusammen in dieser Transformkupp. Und ich hatte fast alles unten, außer dieses Gebäude. Ich konnte alles nur machen, die Straßen wieder runtersetzen. Oh, ich habe gekotzt. Und hier zeige ich dir mal meine Mädels. Du musst eine separate Transform reinlegen. Ah, okay. Und die finde ich so geil. Weißt du? Und da habe ich mir gedacht, oh nee, jetzt habe ich eben das Gebäude runtergezogen, aber eben alles wird angepasst. Hier drinnen will ich noch ein Silo drin machen, dass du das Getreide eben abgibst hier in der Halle, wo steht Peisenlager. Und dass du es dann an der Seite hier irgendwie wieder raus und abholen kannst mit so einem Überladeding, das muss man mal sehen. Hier Flüssigstink-Tank-Trigger hinsetzen, dass du flüssig abholen kannst hier. Also ja, Flüssigdünger. Und hier eben noch die Tore reinbauen, die Tore noch alle animieren, also umschreiben. Weil die sind ja noch alles auf hier auf, wie sagt man? Auf LS17. Ja, muss ich auch umschreiben auf LS19, also so wie es bei dem Tor hier hinten ist. Hier beim Kuhstall. Da steht ja schon auf LS19. Da steht das im ganzen dort. Aber wie gesagt, ich verstehe das mit dem Stall nicht, weil hier ist das Ding hier übelst weit drinnen. Ich weiß es nicht. Ah, ich sehe es. Okay. Und die Daten von dem Stall, also die XML, also XYZ steht in der XML richtig drin. Ja gut, da drauf.
Ist jetzt zweitens Wester, ist mir eigentlich ups, egal. Ich muss jetzt nur die die Futterplan muss ich anpassen. Und das ist kacke, wenn die eine Seite hochgeht, die andere Seite unten bleibt. Da, wo du reingibst, bleibt sie unten. Aber eigentlich, eigentlich muss ja alle Bitte-Seiten gleichzeitig hochgehen. Weißt du, was ich da machen muss? Ich muss die ja, da reinhauen. Weißt du? Weil die sind ja in einer drin, ne? Weil, wenn die ist, geht dann, ist ja nur ein Trigger drin. Das ist, wenn die jetzt nur eins drin ist, wenn wir das mit der 1, 2 da weglassen, dann vielleicht war das der Fehler, dass du die 2 genannt hast. Mhm. Weil ich würde die ja gerne hier hinsetzen wollen. So hier, wie es beim Stroh ist, ja. Wie hier Strohplanes. Da ist ja auch die Strohplane unterschiedlich. Stimmt. Ja, der Oberordner, das heißt die Transformer Group. Mach mal auf, ja. Was habe ich denn da drin in der Strohplane? Ja. Da sind die ganzen einzelnen Strohplanes drin, die du jetzt hier siehst. Ja. Ah, nee, ich mach mal vorne das Plus auf, bei einer Strohplane. Das hier meinst du? Vorne ist Plus auf, ja. Da liegt die 1 und 1 drin und in der nächsten heißt die auch 1 Alpha. Ja, das ist eins, alles einzeln. Hier. Richtig, das ist nur dupliziert. Okay. Weil sonst wäre ja nur ein Kreis. Oh, das sieht aber knackt aus, wenn der Stall nur eine Strohplane hat. Klar, ja. Ich tue das jetzt mal mit dem Futter so machen, vielleicht klappt das ja, dass wenn ich die jetzt hier hinsetze, und dann die 1 wird auch raus, ne, die 2 rauslösche. Wenn das dann wieder nimmt, weißt du? So, dass das untergeordnet ist, dann müsste es ja gehen. Weil die gehört da zusammen. Ich muss die nur von hier drüben, wo sie hier lang geht, wieder einen Stall vorsetzen. Ja. Das muss ich noch wissen. Wow, ist die groß. Ist das 2er? Ja. Die eine ist hier drüben. Warum hat er jetzt da 2 draus gemacht? Ach, der hat die, warte. Die ist 080. In die andere reingelegt. Ja, der hat die, der hat die zusammengeschoben. Ja. Die sind eigentlich so, ja. Der Transformer-Kopf wieder rausnehmen. Der hat dadurch die eine in die andere reingesetzt. Hm. Hm, ich seh's. Weil, ich weiß ja nicht, oder ist das schlimm, dass das nicht unbedingt auf einer Seite rein hochgeht? Hier, du musst die oberste Transform auf eine setzen, und dann das Unterding auf die andere Seite setzen. Das geht ja auch. Weißt du, die Gesamt- Kannst du die dann hier drüben setzen, wo der Futtertrigger ist? Genau, und dann klickst du auf das Einzelne und schiebst die dann wieder zurück. Okay, also das hier schiebe ich jetzt erstmal rüber. Ich hole die jetzt erstmal hoch, dass ich sie sehe. Weil die muss ich ja auch um 90 Grad dann drehen, oder? Weil die steht ja hinten hoch. Wie war denn das jetzt? War das 90? Nee. 180. So. So, und jetzt ist es so. Und die soll so nur die Höhe haben. Die soll ja nicht so weit gucken. Weil die ja hinten schräg abgeht. So, das ist jetzt die. Und jetzt muss ich die hier drüben. Die muss ja hier wieder in den Stall rein. Wo ist er? Die muss eben kleiner gemacht werden, noch skaliert werden. Ah, richtig, ja. Hat die andere von uns geil? Hat sie angleichen. Ja, die andere, die ist ja so groß, das ist es ja. Die Hauptskull ist 08 und 4453 und die hier unten auch. Okay. Die habe ich jetzt nur kleiner geschrieben. Verstehe ich nicht. Ich weiß, kann man die nicht eigentlich skalieren? Das jetzt, wenn ich das jetzt sage, ich will die auf Skull 0 haben, das geht doch, warum mit den Transform Freezer Dingsbums Kack hier? Wording. Ach so. Skalieren? Jetzt ist es auf 1, guck mal, dann sind die nämlich groß da. Alle Beta. Right.
Das verstehe ich nicht. Warum macht er die dann so? Dass Skull rausnimmt. Weil Skull heißt ja eigentlich, dass du das auf 1-1 machst. Und wenn ich es kleiner mache, ich mach mal zurück hier, da sind sie bei 08 und 444. Verstehe ich nicht. Genau, 08 und 444. So nimmt er beide auf 1 und stretch die. Ja. Ja. Was ich aber auch nicht verstehe. Naja, ich mach's jetzt so, ja, dann solange wie das Futter hochgeht, ist mir das ja eigentlich wurscht. Weißt du, eigentlich wurscht. Es soll hochgehen und wie das nun im Hintergrund, das interessiert doch wieso keinen. Markus ist allzu stille. Der telefoniert, glaube ich, noch, ja? Oder? Warte mal, guck mal. Sound rein. Nein, der telefoniert noch. Der hat sich nur gemutet. Okay. Ja. Ne, und mein Markus, der muss mit dem Hund hier draußen, dann geht der rüber zur Frau. Der andere ist ja Russ, der ist ja weg. Richtig, der andere Markus ist weg. Richtig, der andere Markus ist weg. Der Markus. Wie gesagt, ich lasse das jetzt so, ja, fertig. Ich muss die vielleicht noch ein bisschen höher setzen, dass ich ungefähr den gleichen Wert hinkriege. Dass die oben sind. Weil manche interessiert ja, wie das aussieht, der ist ja zum Schluss, aber mir ist es eigentlich Rille, wenn die Kühe, also wenn die Kühe dann dort dran fressen oder nicht, die fressen wieso da draußen nicht? Weil du das ja selbst bist, die wenn die auf der Wiese rumrennen bist, sind dann und da runterbeißt, geht aus Fressen weg. So, lass ich es jetzt. Jetzt muss ich die nur noch übernehmen, die Höhe. Das ist maximal. Da kann ich nämlich das hier unter rausnehmen, dieses zweite Full Plane. Mache maximal ist das und das ist der falsche Trigger. Naja, der falsche Dings. Und versteckt ist er bei, da guckt sie ganz wenig und drüben. Guckt so auch ganz wenig. Gut, dann nehmen wir minus 28 als tiefsten Punkt. Und dann müsste es so gehen. Einfach dann nochmal ausprobieren. Würde ich mal sagen. Speichere das nochmal ab jetzt, ja. Das war ja nackt, die ganze Dings zu malen war. Diese Nuffmesh. Weißt du? Falk, da habe ich. Da du die ja nicht auf der Map zeichnen kannst. Also du kannst sie schon bauen mit diesen Planes, aber wenn du die dann kreativ Mesh machst, stürzt das Spiel ab. Also dort scheint sie die doch mit der Kotter. Und da musste hab ich dann zwei Monitore aufgehabt und hab dann. Die Platten hier gelegt, weißt du, und hab die dann immer so, ja. Dann auf dem anderen. Und dann hier einfach nur die Daten eingeben und dann zum Schluss gelegt, weißt du. Wow. Das war ein Akt, ey, da habe ich, glaube, wie lange habe ich da reingesetzt? 3 Stunden, bis ich die, bis das mit den Türen funktioniert hat. Aber wie gesagt, die laufen ja rum, aber ich vermute mal, weil guck dir mal, das ist der Originalstall, ja. Der, ja. Ich habe den nämlich hier noch drin, ne? Jetzt muss ich noch gucken, in welchem Ordner. Muss mal gucken, wenn ich ihn irgendwo in irgendeinem Ordner da habe. Weil der war ja gesagt, wie gesagt, ist ja auch nicht meine. Habe ich den hier noch drin? Ach hier. Bei der Brigade Ost. In ihrer Map. Da haben wir ihn ja aufgebaut. Vom Frank. Und der Stall sieht so aus, ja. So sieht der Stall eigentlich generell aus. Ja. Und du hast dann die Mesh verändert.
Ne, ich habe nicht die Mesh verändert und den Stall geändert, wie gesagt. Hier drin ist auch so, dass beim Frank die Strohplane hier drin eben noch ein bisschen spawnt. Die geht eben komplett im Stall hoch hier, wenn du siehst. Da will ich mal fragen, wenn ich ihm das anpassen soll ein bisschen. Weil das ein bisschen blöd aussieht. Ja, die sieht links eh schon so gestretched aus. Drum, wenn ich das noch anpassen soll. Aber hier siehst du eben die Kühe hier laufen so rum. Komplett. Aber wenn du hier guckst, du siehst ja keinen Trigger. Immer auf der anderen Map. Ja, auf meine jetzt? Ja. Auf meine jetzt? Zeig mir mal eben im Editor, wo du stehst, dass die dann hier loslaufen. Hier ungefähr. Da. Hier, wo der Baum steht. Da bei den Bäumen. Bei den Bäumen ungefähr. Hier ungefähr. Hier laufen sie. Bitte mal überlegen. Und der Stall steht ja so verschrägt vor die Sachen. Ja. Da musst du überlegen, was war an der Stelle vorher, wo das bei dem anderen, da muss ja irgendwo der Trigger, das muss ja irgendwo drin sein. Mhm. Irgendwo da drin, wenn du jetzt irgendwo hinklickst, irgendwo muss ja die muss ja irgendeine Bezeichnung haben, dass die Kühe da animiert werden zu laufen in dem Bereich. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass es dieses Bump Area ist, ist es ja nicht. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht die Red Table Area, die ist ja hier. Das Ramp Area ist das außenrum um das, wo das Gebäude hinsetzt, das Platz hier war. Okay, was ist das Great Dable Devilia Area? Weil da gibt es nämlich einen Stockpunkt, einen Weitpunkt und einen Heightpunkt. Ich krieg mal an, wo die Punkte liegen. Da. Hier ist der Stock, der ist hier oben. Weit ist hier. Height. Und Höhe ist dort. Delivery Area. Height. Das könnt ihr hinkommen. Und da habe ich gedacht, okay. Dann haben wir das gestern bei mir gemacht, bei meinem Stall. Und wenn du jetzt hier siehst. Das, wo er Claire macht, wo er, ich glaube, das ist, wo die Kraken alles wegmacht. Die was die macht? Claire. Wo der alles löscht. Area. Das oder das andere, die Ramp ist die, was er setzt. Ich meine, so hängt das zusammen. Das heißt, da zwar geht, aber das ist bestimmt die Clear Area. Du hast die noch irgendwo drin. Doch, da unten ist ja Clear Area. Zwei tiefer. Da ist sie ja. Mhm. Sein, da musst du in deinem die finden, die right, die angedingst ist. Du hast ja die komplett reingezogen in den Stall, oder? Oder fehlen was? Dir die? Hast du bei... Was? Das ist sie ja. Da ist sie ja. Auf, jetzt vorne ist Plus. Bei der right. Wo du drauf bist. Mal, oder? Jetzt bin ich rausgerutscht. Ja. Okay. Warte. Ja, habe ich Plus, ja. Das Plus auf. So, jetzt guck mal, wo Start ist, genau. Und jetzt guck mal, machst du das andere Plus auf und guck, wo White ist. Da. Und Height habe ich hier gemacht. Soll ich die mal so groß machen, wie die Nav-Mesh insgesamt ist? Zieh mal weiter raus, dass wenn du in den Bereich gehst, wenn das die ist, das könnte sein. Dass das die ist, wenn du in den Bereich kommst, dass die dann anfangen zu laufen. Könnte sein, ich weiß es nicht, aber normal müsste Weitheit, es könnte höchstens sein, dass das schräg eine Diagonale gibt. Das, du hast die ja selber gesetzt, quasi. Das Start, dass das verdreht ist, dass der ein Dreieck gebaut hat, jetzt quasi. Weißt du, was ich meine? Und dass du jetzt ich mach's gerade größer machen, weißt du? Das sage ich, mache jetzt Start hier. Und dann mache ich hier, weitet ist ja hier. Da sage ich, setze jetzt runter bis hierhin mal, weil hier bis hierher die Nav-Mesh geht. Dann hast du weit hier, height und weit setze ich bis hier ungefähr hier hin. Da müsste es ja nicht, das müsste ja das Ende sein, ja, definitiv. Weiter, dass wenn du an dem Feldweg vorbeifährst, du musst seitlich am Feldweg, muss ich anfangen, wenn du da lang fährst, oben jetzt, wenn du da lang fährst, wo du vorhin lang gefahren bist. Sein, dass wenn du da lang fährst, dass die dann auch anfangen zu laufen. Wenn das die ist, das ist jetzt ein Test. Du hast gesagt, na gut, ich mach mal der Höhe bis dahin. So. Und merken, notfalls musst du wieder zurücksetzen, wo sie vorher. Ich hab das doch. Ich hab doch den nochmal auf den Hauptserver, ist doch die. 100%. Warte nochmal, weißt du, das ist. Und notfalls durch den Stall kann ich mir doch die Kopie rausnehmen. Das ist, guck mal, so ein Glänzer. So, jetzt habe ich was und Stott habe ich jetzt dort.
Das heißt, wenn du da lang fährst, müsstest du dann laufen. Also ich muss das jetzt hier, muss ich das ja gar nicht an Turnier trennen. Right. Weil, Able. Weißt du warum? Ich muss das schon hier an Turnier nehmen. Oh, falscher Stall? Stimmt. Warte mal, ich mach's mal den Stall jetzt zu, ja, den da. Ja. So. Und jetzt will ich, was ich noch vorher mache. Das, Plazibels und senden an da. So, ist gesichert. Hier, was ist denn die Level Area? Die ist unter der Clear. Level ist für was der Boden ist. Wo sie die Grundfläche. Quasi. Wo du einstellen kannst, was so Gras sein soll, was das sein soll, aber das siehst du ja wieso nicht im Spiel. Und Foliage ist irgendwas mit Futter drin, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Was? Das ist überall drin. Bei jedem Tier. Warnstrip ist ja Warnstrip und Cramp Area ist ja das für den Boden, hatte mir Markus erzählt. Genau, das ist die Grundfläche. So, ich werde jetzt erstmal Start machen. So, Start. Wie haben wir es denn Stopp gemacht? Stopp haben wir auf hier minus 52. 8, 2, 9. Minus 29. 8, 9, 5. So. Das ist Stopp. Dann machen wir noch Weite drin. Da haben wir 82.228. Height. So, und jetzt speichere ich das mal ab hier. Und dann versuchen wir es einfach nochmal. Muss nur die Dinger wieder rausnehmen hier. Speichern. Dauert jetzt wieder nur einen Augenblick, bis der das speichert. Ja, logisch. Das geht so, dauert so lange.
So, dann gucken wir mal, aber ich glaube nicht, dass es geht, Falk. Das wäre schön. War schön, wenn es gehen würde, ja, aber ich glaube es nicht. Wenn ich, wie gesagt, hundertprozentig machen wir da jetzt auch nicht mich fest, weißt du, dann entweder frage ich mal, es gibt ja noch ein paar, die ich kenne, vielleicht wissen die was, wenn die, dann warte ich eben bis zur Formcon ab, bis dahin stoppt mich das auch nicht. Weißt du? Im Juni oder Juli? Und bei Klaas diesmal. Ne, sie stehen immer noch da. Und laufe ich jetzt hier in die Ecke? Puff, laufen sie. Aber weißt du, was ich, wie gesagt, probieren werde? Ich werde mir den Houseberry Stall von Giants nochmal nehmen. An der Stelle. Wann hören sie denn wieder auf zu laufen? Wenn du jetzt wieder hingehst? Ja, ein bisschen, ja. Wie so ein kleines Feld. Und ich habe gedacht, dass hier irgendwie ein Trick ist, aber hier ist auch nichts. Du siehst ja nichts. Ja, ja, so siehst du es nicht. Wenn dann ist unter der Map oder so. Und wenn die jetzt in irgendeine andere Richtung laufen, sie dann weiter, siehst du das? Nee, auch? Wie gesagt, das ist nur hier in diesem Fleck. Ich brauche nur aus dem Fleck rausgehen, egal welche Richtung, bleiben die stehen. Die laufen bis, warte. Noch laufen sie? Bisher, ja. Oder? Warte Gott, das muss ich gucken. Ne, sie laufen immer noch. Warte Gott. Sie laufen noch. Bis jetzt laufen sie noch bis. Dass du den Bereich ausmachen kannst, dass du weißt, wo es ist. Laufen immer noch? Ja. Laufen immer noch? Oh, das haben sie das letzte Mal nicht gemacht. Oh, jetzt laufen sie weiter. Das haben sie sonst nicht gemacht. Bis hierhin. Jetzt stehen sie wieder. Bis hierhin. Warte mal. Ja, hier. Guck jetzt, stehen sie wieder. Puff, läuft sie wieder. Puff, läuft sie wieder. Was ist hier aber? Ausmachen und das muss ja irgendwo, muss das ja angegeben sein, der Bereich. Aber jetzt laufen sie weiter als sonst. Warte mal, ich laufe mal vor. Vielleicht laufen sie ja vorne mal irgendwann wieder. Weil sie laufen ja weiter, das ist ja nicht, dass die komplett stehen bleiben. Die werden nur nicht mehr angezeigt. Laufen weiter, sie laufen weiter. Nur du siehst. Die laufen automatisch weiter jetzt, pass auf. Du siehst ja jetzt die Kuh, die hier steht. Ja, die ist dann irgendwo anders. Pass auf. Da? Ja. Steht sie drei Meter weiter vorne. Stimmt, dann ist die in der Zeit weitergelaufen, du hast sie nicht gesehen. Ich sehe es noch nicht. Ach, vor ein Scheiß. Sehr merkwürdig. Ich hätte mir gedacht, solche Performance, jetzt, erst wenn du im Bereich reinkommst, so. Jetzt laufen sie. Und das Beste ist ja, wenn ich jetzt noch fliege. Ach so, ja. Pass auf. Oh, das war schon so weit, war. Tockel, wo ist es? Da ist es. Kleiner Trick. Gib GS groß T ein und dann Tabs. Okay. Dann brauchst du noch einmal vor, dann bist ja, du schon da. Ja, guck jetzt. Jetzt laufen sie. Bewegen sie sich noch. Ja, in der Höhe. Läufst du in den Rücklehnen? Da, bleiben sie stehen. Ja, zack. Ja. Und wenn ich jetzt laufe, bleibt sie stehen. Ich will mal gucken, wie weit sie gehen, wenn ich jetzt hier lang laufe. Sind sie stehen geblieben? Kann das denn vielleicht, dass das mit der alten Nuffmesh-Plane zusammenhängt? Ja, vielleicht. Aber die habe ich ja gelöscht. Die alte. Aber die ich habe eine neue erstellt. Und die alte dorthin gelegt, wo die alte war. Die Größe von der Nuffplan. Muss ja. Dann irgendwo angegeben werden im Navigationsbereich, ob es in der XML steht oder mit Navigation vom Hauptgebäude oder vom zentralen Punkt aus. Ja, merkwürdig. Ich weiß nämlich, Markus erzählte, Castor, da hat noch welche geschrieben, das habe ich auch selber gelesen, dass viele Sachen, die Kühe bleiben stehen. Aber die Sachen, denn das liegt an der Grafikeinstellung. Ich habe ja, Grafikeinstellung ist hoch bei mir. Nein.
Das hat irgendwas mit zu. Du siehst ja, es ist genau jedes Mal der gleiche Bereich. Weil guck mal, die Kuh hier unten am Wasser. Jetzt läuft sie. Ich hätte nur so eine Pause gemacht, ja. Okay, hierhin bleiben sie stehen. Wie gesagt, hier ist ein kleiner Punkt. So ein kleiner Bereich. Mhm. Deswegen sage ich, wenn du den Bereich auslotest und weißt, was vorher beim Originalgebäude da stand oder weißt du, auf Dateien drauf gehst und da eine Start, mhm. End und Height, weißt du, ist, dann musst du. Aber weißt du, was ich mache? Ich mache das so. Ich speichere mir das ja jetzt ab. Ich habe ja den Kuhstall hier. Und mache mit den einfach dann nochmal mache ich das nochmal neu mit Shines Stall. Vielleicht geht's dann. Vielleicht geht's ja dann. Du kannst ja den Original-Kuhstall nehmen und setzt die Träger nur um und die Gebäude löscht raus. Das müsste ja eigentlich auch gehen alles. Hm. Weil wenn du guckst, der Kuhstall ist hier. Und hier geht der Trigger bis hier hin. Hier so. Aber hier ist nichts. Da müsste ja hier irgendwas hin. Ja, irgendwas. Der Trigger nicht. Das muss irgendwas anderes, was das leitet. Da muss irgendwas in dem Bereich mit Start, Weitheit oder sowas sein. Ja, warte mal. Ich muss mal kurz. Area Planes. Ich weiß noch nicht, was Area Planes sind. Was sind da? Die sind die Platten. Guck mal, hier ist eine Area Plane. Die liegt hier. Soll ich die mal rüberziehen? Mal Area Plane. Das hat was damit zu tun, ob du da abkippen kannst oder nicht. Vielleicht. Ich weiß, aber kannst du ja mal probieren. Garten kannst du nicht. Oder skalier sie größer über die ganze Fläche. Hat die in den Bereich rein? Nicht so richtig, aber. Wäre nicht schaden, zu testen. Ja. Wie gesagt, die ist ja jetzt, wenn ich sie jetzt, warte mal, ich mach mal zu kurz, wir claimen, wie groß waren die. Die war ja schon groß, geskaliert, ja. So, mal probieren. Bei Nuffmesh Plants, das sind ja meine Plants. Wenn ich jetzt mache, jetzt mach die Unsichtbar, meine Nuffmesh Plants, das sind ja die ganzen Planen, die kleinen. Hm? Das ist ja die Nuffmesh, wie man sie neuerdings zeichnet. Hm? Ich versuch's einfach mal so jetzt. Schreib mal das Kurs und dann mache ich erstmal kurz Schluss. Komm, bin dann nachher nochmal. Später gehe ich dann nochmal ein bisschen was machen. Ah, ich mache mich gleich ins Nest. Ich muss von morgen früh raus. Ja, na, wenn Markus das noch. Da muss ich dem dann noch Bescheid sagen. Er soll dann warten. Weil ich will mit meiner Frau jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken und dann komme ich nachher nochmal hin. Was haben wir gesagt? Welches hatten wir? Weißt du, Alice und Area Plane war? Ja. Und haben wir gesagt, 273.529.110.575.525. Ja, da würde ich jetzt Besen fressen, wenn das jetzt gehen wir da. Ja, aber es muss ja irgendwo dran liegen, dass genau in den Bereichen dann aufhört. Drum. Is ready. Ich muss auch die ganzen Texturen dann rausschmeißen, die ja nicht mehr drin sind, weil ich bin bei 1 Gigabyte mit der Karte aktuell. Also nur beim Bauen, ich muss die ja noch kleiner machen dann. Aber es sind noch viele Texturen drin, die und Thumbs-Dateien, die wieso nicht mehr brauche. 185 habe ich so grob. Hm? Bald habe ich. Ja, ich muss die Klubbe kleiner machen. Was machst du hauptsächlich? Final-Sachen verwenden, hauptsächlich. Mm. Na gut, das kann ich mit DDR ja nicht.
Weise auf die, ne, aufs Originalspiel. Das ist halt das, was unheimlich Platz spart. Hm. Klar, könnte ich machen jetzt die ganzen Trigger, die hier sind. Die ganzen Mods. Könnte ich auch platzierbar machen, weißt du? Aber wie zum Beispiel Trigger oder sowas, die kriegst du ja nicht so hin, wie du das willst, gerne, weißt du? Ja, aber das nimmt die Trigger, die nimmt auch keinen viel, die nimmt nicht viel Platz weg. Platz wegnehmen die i3Ds oder die hauptsächlich die Texturen. Na gut, du musst rechnen, bei dem Spiel hier, alleine der Ordner aus Python, die ganzen Gebäude, wenn ich hier drauf gehe, auf den Ordner, gut, ich habe vieles noch anderes drin, aber alleine der Python-Ordner hat 739 MB. Da sind auf den Dateien drin. Und die Shapes-Dateien, die muss ich ja gucken, wenn ich die dann noch brauche, eigentlich brauche ich die ja nicht mehr. Shapes vor allen Dingen gucken, welche Textur, gut, wenn das alles als separate Texturen sind und keine Textur-Original ist oder sowas. Oder Shaders oder ja, mit dem Original 19er teilweise verbunden, da kannst du die ja nehmen. Und das musst du dann halt alles in den Skripten anpassen. Das ist das Problem. Ja, wie gesagt, werde ich schon hinkriegen. Ich habe das bei meinem alten Gotter, war das auch so, die war beim 17er bei 2 GB, wo ich gebaut habe. Und zum Schluss hatte ich sie bei 800, 900. Ja. Ah, da war alles drin. Weißt du, das wird hier klappen schon. Ach, was will ich denn? Ich will doch nicht auf unseren Server. Blöde. Wenn ich sie dann fertig habe, muss ich, mich mal bei TSL oder wie die heißen, nochmal Kontaktsachen. Weil da muss ich ja noch mit dem Inhaber sprechen hier, wegen der Karte. Wenn ich seine Freigabe dann kriege, weißt du? Mündlich habe ich ja schon das zu suchen, dass ich es ja bauen darf. Das ist auch in Ordnung. Der hat nichts dagegen, aber es muss eben. Ich will das aber, wenn ich sie doch weitergeben möchte, an einen Freund oder sowas, wie es dann bei Hochladen komplett will ich sie nicht für andere. Weil das ungern ist. Halt, wenn du die Freunde gibst und die wiederum wählen, dann ist das ruckzuck, könnt ihr die irgendwer reinsetzen. Ne? Hm. Nee, sie stehen immer noch. Mann. Das ist es nicht. Korrekter Scheiß. Das ist auch nicht. Wie gesagt, man hat die Trigger. Knüpfst du nicht? Was ist das? Muss irgendwas sein, was da in dem Bereich angegeben ist. Warte mal. Ja, mal nochmal den Mod-Dings auf. Nee, das sind die auch. Das ist die von Shines, die Filler. Aber geh jetzt mal aus dem Bereich raus. Dass sie stehen bleiben. Jetzt stehen sie. Das sind 2-3 Schritte nur. Ich meine, während der Konsole auf ist. Geh mal vor, zurück. Passiert nichts. Weil sonst habe ich hier keinen, also von so die Fehler von denen ist nichts. Hier nur Farmlayer. Da weiß ich, dass eben das Formland noch nicht hundertprozentig gemalt ist. Da ist eine ganz kleine Stelle, die ich noch vergessen habe. Das weiß ich und sonst habe ich keine Fehlermeldung drin. Außer ein paar Warnings, aber das ist von den Fahrzeugen, das hängt nicht mit dem Stall zusammen, das muss ich noch ändern. Und bei dem C-Tor, die das Brand noch ändern, aber sonst ist ja kein Fehler. Also hier die Real Dirt Control geht nicht, ja, das weiß ich auch. Und bei dem anderen Antefahrt-Dingern, da gibt es einen kleinen Fehler. Aber sonst habe ich keine Fehler drauf. Das ist ja das Kuriose, weißt du? Ich weiß nicht, was das hat, mit den Kühen auf sich hat. Weil es ja, wie gesagt, die laufen ja weiter. Ist ja nicht so, dass die komplett stehen bleiben, für immer. Ja, das ist halt nur, du siehst nicht, dass sie da oben. Und Lichtbereich ist wahr. Weißt du, und das Beste ist ja, die sagen vieles, es liegt an deinem, an deiner Sichtweite, von den Viechtern und alles. Und da habe ich gesagt, okay, also an der Grafikeinstellung. Und da habe ich geguckt und du siehst gleich, komm, lade. Wo war's? Das sind meine Grafikeinstellungen. Ich glaube nicht, dass da.
Nein. Nichts da dran. Das liegt nicht hier dran. Wie gesagt, ich werde das schon irgendwie rausfinden mal. Aber ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich auch. Ich bedanke mich für die Zuschauer, dass sie zugeschaut haben und wünsche euch noch einen schönen Abend. So, ist das Ding erstmal aus. Ich hoffe, Markus, der hört mich. Dass ich nachher nochmal wiederkomme. Markus, ich hoffe, du hörst mich, auch wenn du telefonierst. Und dann werde ich das so machen müssen. Und kommt dann nachher nochmal. Boah. Falk, wir hören uns. Cool. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Du bist jetzt wieder da. Ja, ich bin wieder da jetzt. Nee, ich will mit Steffi noch ein bisschen Fernsehen gucken. Mhm. Ja, ich mach jetzt eh nicht mehr lang. Ich mache jetzt bloß noch da die XML da, ne? Ja. Und dann war es, weil ich muss nämlich morgen um 6:30 raus. Ne, gut, dann machen wir uns morgen. Ja. Was? Morgen abends habe ich dann wieder Zeit nach. Ja, kein Stress. Gut, wir haben mal geguckt, wir haben jetzt nach der Ram, wie heißt die in Area? Die Area, irgendwas mit Area gemacht, größer gemacht, weil die war weit weg vom Stall, die ist es aber auch nicht meditieren. Ah, nee, oder wie? Also, wie, ich finde das schon raus irgendwie. Mhm. Okay. Boah, okay, ja, ich aber... hier LS19, neues Tor unter Maya Modellion, Part 4. Live. Guck mal. Was jetzt? Gucken wir mal, was da drinnen passiert. Nix. Nichts passiert. Ich höre meine Stimme, ey. Kannst du das nicht ausmachen? Wie soll ich denn das ausmachen? Du bist lustig. Oder? Klein lacht er. Du wieder. Aber was guckt es denn euch Schönes an? Na, ich gucke aber über den Fernsehen YouTube gerade. Ach so. Weil wir wollen noch den, in dem wir mal zuschauen. Mhm. Der hat 2 neue Teile von seinem postapokalyptischen Spiel weitergemacht und die wollten wir uns angucken noch, weißt du? Ah, cool. Und über den Fernseher mit, was ist das mit Diagonale? Oder 121 Zoll hat der Klubbe. Diagonale 121, weißt du, und mhm. Klubbe 44 Zoll oder was das ist oder mehr. Und den möchten, da guckst du ja besser, weißt du, als auf dem Computer. Ja, auf alle Fälle. Nee, machen wir das so, Markus, dann hören wir uns morgen. Ja, weil ich habe jetzt bloß noch, ich habe jetzt Ewigkeiten nach so ein Ding gesucht, nach so einem Maschendraht, ne? Ah. Aber jetzt habe ich einen gefunden, ich glaube, der schaut gar nicht so schlecht aus jetzt. Der ist zwar ein bisschen hell, aber den werde ich, wenn ich das Video ausgemacht habe, werde ich ein bisschen dunkel einfärben. Ja. Ich wollte das jetzt nicht im Video machen, ne? Weil dann dauert es ja nochmal eine halbe Stunde länger. Komm, der sitzt auch wieder 4-5 Stunden. Ne, der ist gleich eingefärbt, eine halbe Stunde sowas, bis den ganzen Farbe anpasst hat, bis Kontrast und was. Aber es schaut jetzt schon mal weitaus besser aus mit dem jetzt da, ne? Ja, aber wie gesagt, mache dann ruhig, wir holen uns, wie gesagt, morgen. Ich versuche nachher noch ein bisschen was zu machen, weil es hat ja jetzt funktioniert schon mal mit dem, Wasserdrinks. Hat es jetzt funktioniert, wir oder? Wir haben den anderen Wasseranhänger genommen, den wir noch haben, den mit den Fässern drauf, der geht. Aha. Da brauchst du drüber fahren. Ah, super, ne? Ja. Passt. Ja, wollen wir doch sehen. Passt sie. Dann schlaf gut. Jo, dann hören wir uns. Bis morgen, ne? Hören wir uns morgen dann, ja. Jo, klar, kriegen wir noch hin.
Sicher. Bis dann, ne? Da wechsel ich dann zu euch rüber wieder. Das wäre schön. Da ich bei euch auch wieder ein bisschen daheim bin. Ja, keinen Stress machen wir. Bis morgen, ne? Markus. Jo, ciao. Ciao. So. Das ist der letzte Wert. Der muss jetzt noch da rein. So. Das müssten wir eigentlich alles haben. Ja, müssten wir eigentlich den wieder zurücksetzen. So. Okay. Passt das da? Oh, Scheiße, da passt da nicht genau rein. Muss ich da noch? Das Tor. Jetzt schiebe ich erstmal den blöden Bolzen dahin, wo er hin muss. Ich glaube, das ist einfacher. Der Bolzen muss da rein. So, da muss das drüber, muss. Das drüber muss. Ein kleines bisschen weiter. Ups, so. Ach. Komm, geht er wieder? Ja, perfekt. Jetzt da. So muss er rein. Müssen wir bloß nochmal gucken. Attributs. Das passen wahrscheinlich die blöden Werte da nicht mehr, ne? Mit 6, 11. Ja, die passen nicht mehr. 6, 11 haben wir da. Ja, C. Den brauchen wir da rein. STGF 375 passt. So. Ah, okay. Falk, ich habe es gar nicht geguckt jetzt. Wir haben nämlich telefoniert. Aber meine lieben Leute wissen es ja. Okay, dann haben wir jetzt. Das war das, das war das, das war der Bolzen, der passt jetzt auch nicht mehr. Genau, den letzten Wert darf ich nicht ändern, aber dafür die ersten zwei. STGF. Ja, da. 2, 4, 5, 4. Und okay. So, meine Lieben, jetzt kommen wir dann langsam zum Ende. Das habe ich alles gemacht. Die ganzen Dinger sind jetzt eintragen. Müsste eigentlich alles soweit passen jetzt. Morgen ist dann der große Tag, morgen bauen wir es dann einmal ein. Ziehen wir es dann einmal morgen auf die Map. Dann gucken wir mal, wie das Ganze dann ausschaut. Ob es so funktioniert, wie ich mir das dann vorstelle. Bin ich mich jetzt auch schon müde? Ja. Haben wir es gespeichert? Ja. Speichert man das jetzt noch ab hier? So.
gucke ich nochmal. Ich glaube, die werden wir ändern dann. Wenn wir dann morgen auch anders umbenennen. Wie heißen die jetzt? Habe ich die XML gar nicht mehr auf. Die können wir zumachen. Habe ich jetzt die Mode gar nicht auf, oder? Ich will dann die, das machen wir dann morgen in aller Ruhe. Ich will dann die anders haben hier. Wenn dann müssen wir eh bloß die ändern. Diese zwei und die dann in die Mood-Test mit rüberziehen. Aber das machen wir dann morgen. Okay, meine Lieben. Ich sag danke, dass ihr reingeguckt habt. Hat mich super gefreut, dass ihr live dabei wart. Auch wenn es wieder ein bisschen lange gedauert hat, das Ganze. Weil ich da den blöden Zaun gesucht habe. Würde mich freuen, wenn ihr dann morgen wieder live dabei seid, wenn ich die ganze Geschichte dann in die Map einbaue. Es wird wahrscheinlich so auf halb, ja, so halb neun rum, zwischen 8 und halb 9, so um den Dreh rum, werde ich das dann mal in die Map reinziehen, einbauen und dann gucken wir uns das an, ob das passt, ob es funktioniert. Oder ob wir da noch ein bisschen nachbessern müssen. Okay, meine Lieben, es bleibt spannend mit dem Tor. Und ich wünsche euch noch viel Spaß heute Abend, beziehungsweise morgen. Und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, und ich mache jetzt Feierabend. Also, tschüss, schlaft's gut, ciao, ciao.